Einen schönen guten Abend allen, die uns hier zusehen. Schön, dass Sie alle dabei sind bei diesem Abend zu Binge-Watching History, der Hype um historische Serien in der Türkei und in Deutschland. Ich bin Reinhard Fischer und begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Ich freue mich, dass die Berliner Landeszentrale für politische Bildung diesen Abend, wie auch die ganze Reihe, zusammen machen kann mit zwei Partnern, der Alhambra-Gesellschaft und Live e.V. Die Alhambra-Gesellschaft ist eine Debattenplattform, die muslimische Stimmen in europäische Debatten einbringt und dadurch einen Beitrag zur politischen Bildung leistet, von Köln und zum Glück auch von Berlin aus. Und Erdem Güvercin wird gleich für die Alhambra-Gesellschaft auch begrüßen. Live e.V. ist ein Verein, der Bildungsprojekte umsetzt. Da geht es teilweise um Umweltbildung, aber auch um diskriminierungssensible, diskriminierungskritische Bildung. Und Aliye Yeghane von Live e.V. wird den heutigen Abend moderieren. Wir drei Institutionen zusammen machen eine Reihe, die heißt Meine Geschichte, Deine Geschichte, Unsere Geschichte, das Osmanische Reich und Berlin. Da gucken wir auf verschiedene Geschichtsbilder. Gerade in einer Stadt wie Berlin mit einer sehr vielfältigen Bevölkerung ist das immer wieder ein Thema. Und wir haben im Rahmen dieser Reihe schon mit Fridolin Saimoğlu, dem Schriftsteller, auf 60 Jahre Geschichte des Annahmeabkommens zurückgeblickt. Und wir haben mit zwei Geschichtsredakteurinnen, Professorin Yildirim und Professorin Georgi, betrachtet, wie das Osmanische Reich im deutschen Schulunterricht sich wiederfindet. Heute wollen wir ein Thema beleuchten, was nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern alle begeistert, nämlich historische Serien. In Streamingdiensten, aber auch in öffentlich-rechtlichen Anstalten, auf den Mediatheken finden sich diese historischen Serien. In der Türkei ist vor allen Dingen die Zeit des Osmanischen Reichs ein beliebter Hintergrund. Und in Deutschland haben sich in den letzten Jahren vor allen Dingen die 20er Jahre vor einer Berliner Kulisse, ja, als sehr erfolgreich etabliert. Wir wollen heute Abend fragen, was treibt dieses Interesse an historischen Serien? Und haben dazu zwei Experten, Dr. Ömer Erken und Dr. Hanno Hochmuth, eingeladen. Und ich freue mich, dass Sie alle dabei sind. Und damit gebe ich weiter an Erdem Güvercin, der nun für die Alhambra-Gesellschaft begrüßt. Vielen Dank, lieber Reinhard, für die nette Einführung. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung. Mein Name ist Erdem Güvercin. Ich bin Gründungs- und Beiratsmitglied der Alhambra-Gesellschaft und leite bei der Alhambra-Gesellschaft das Projekt Muslim Debate Forum für eine neue muslimische Debattenkultur. Und wir haben ganz unterschiedliche Formate bei der Alhambra-Gesellschaft. Neben Muslim Debate haben wir eine spannende Gesprächsreihe unseres Beiratsmitglied Murat Kaiman mit dem Titel Das unbequeme Gespräch. Da findet jetzt diesen Samstag die nächste Folge auch statt. Und darüber hinaus veranstalten wir ganz unterschiedliche Veranstaltungen. Podiumsdiskussionen sind insbesondere im Bereich der politischen Bildung unterwegs. Wer mehr über die Alhambra-Gesellschaft erfahren will, kann auf unserer Webseite vieles finden, www.alhambra-gesellschaft.de. Und ich bin sehr gespannt auf die heutige Runde. Ein sehr spannendes Thema und übergebe das Wort dann auch an die Moderatorin des heutigen Abends, Aliye Yeghane. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Ich leite bei Live Bildung Umwelt Chancengleichheit im Bereich der Diversität und Diskriminierungsschutz. Und die Veranstaltungsreihe ist bei uns verortet in einem Projekt oder Teil eines Projekts von Demokratie Leben mit dem Namen Guten Morgen, Abendland, Europa ist mehr. In dem Projekt erarbeiten wir historische Diversity-Planspiele, die sich gezielt mit dem Thema Begegnungsgeschichte, Islam, Europa, Muslime in Europa und umgedreht beschäftigen und wollen dadurch einen Beitrag leisten in der schulischen und der Jugendbildung, um mehr Methoden an die Hand zu geben, diskriminierungssensibel, rassismuskritisch, vor allen Dingen auch mit Blick auf den antimuslimischen Rassismus,
aber auch breiter diversitätsorientiert historische Bildung zu thematisieren. Denn letztendlich ist die Verhandlung von Geschichte auch immer eine Verhandlung um Zugehörigkeiten. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir hier mehr Bildungsmaterial haben, damit vereinfachte und auch ideologische, zumeist nationalistisch angehauchte einfache Geschichtsnarrative nicht verfangen bei jungen Menschen, die dann auch leicht von Rechten und Rechtspopulisten verwendet werden mit ihren Ideologien. Ich freue mich, dass wir auch diese Veranstaltungsreihe im Kontext dieses Projekts durchführen können. Wir haben Diversity-Planspiele bislang entwickelt zum Thema Al-Andalus, das historische Al-Andalus. Da gibt es zwei Planspiele, die Themen der religiösen, weltanschaulichen Vielfalt, der Mehrsprachigkeit thematisieren. Und unser nächster Brocken, sage ich mal, ist Planspiele zum Osmanischen Reich. Das Thema ist aber noch gar nicht richtig für uns, sage ich mal, so aufgearbeitet, was wir für Bedarfe haben, die Diskussion, die wir hier führen müssen, auch mit Relevanz weiter als den, sage ich mal, Bildungskontext in Schule. Und darum freue ich mich ganz besonders heute auf das Thema der Serien, die ja nicht nur von jungen Menschen gerne geguckt werden, sondern insgesamt ein mehr oder weniger Bildungsgehalt vermitteln. Und freue mich, dass wir auch diese Diskussion mit zwei spannenden Gästen heute führen können oder auch eine Einführung bekommen, die Expertise hier reinholen können, und stelle jetzt gerne unsere Gäste vor. Zum einen haben wir Professor Dr. Ömer Alkin heute hier. Er ist Medien- und Kulturwissenschaftler sowie Filmemacher. Und seit kurzem, darum stand es noch nicht in der Ankündigung, ist aber jetzt ganz frisch, ist er Professor für angewandte Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Also hier auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Genau, davor war er am Institut für Medienwissenschaft an der Philipps-Universität Marburg und Projektleiter im DFG-Forschungsprojekt Ästhetik des Okzidentalismus. Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit ist er auch im Bereich interkulturelle Bildung sowie digitales Lernen tätig. Seine Forschungsschwerpunkte sind Film, kulturelle Bildung, digitales Lernen und Rassismus, Migration, Islam und audiovisuelle Kultur, globale Identitätspolitiken, wie Okzidentalismus und Themen der Postmigration. Ganz herzlichen, genau, eine ganz herzliche Begrüßung an Sie. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Ja, danke schön für die nette Einführung. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Auf der anderen Seite, der anderen Kachel von mir, stelle ich unseren zweiten Gast, Dr. Hanno Hochmuth, vor. Er ist wissenschaftlicher Referent am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam und Lehrbeauftragter für Public History an der Freien Universität Berlin. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Zeitgeschichte Berlins, Mediengeschichte und Public History. Und er hat sich hier auch mit den Serien zu Berlin der 20er Jahre ganz intensiv beschäftigt. Er hat Publikationen zu Weimars Wirkung, das Nachleben der Ersten Deutschen Republik, Stadtgeschichte als Zeitgeschichte und auch, ganz interessant vielleicht für die einen oder anderen BerlinerInnen, Friedrichshain und Kreuzberg, Kiezgeschichten, dazu gearbeitet. Außerdem hat er eine Sonderausstellung Ostberlin, die halbe Hauptstadt, kuratiert. Ja, und ich würde jetzt als erstes Professor Alkin das Wort geben. Er wird uns einen Impulsvortrag halten. Wir werden dann die Möglichkeit haben, danach noch Fragen zu stellen. Dann würde ich Herrn Hochmuth das Wort geben und würde bitten, also Verständnisfragen würde ich sagen, gleich nach dem Impuls, und die Diskussionsfragen und auch weitere, vielleicht auch Impulse aus dem Publikum, sehr gerne danach im Anschluss, wenn wir dann ins Gespräch kommen. Bitte, Herr Alkin. Ich sehe mich selbst nicht, was natürlich ein bisschen verwirrt, aber ich gucke mal, dass ich schön in die Kamera gucke und trotzdem ganz nett vortrage. Ich werde versuchen, einiges auch noch kürzer zu fassen, angesichts dessen, dass es sich ja hier um eine Einführung in die Thematik
handeln soll. Ich habe meinen Vortrag, Kurzvortrag, fünfgliedrig angelegt. Ich werde jetzt diese Struktur nicht vorstellen, sondern schon direkt anfangen mit dem, was ich jetzt hier zu den neo-osmanischen Serien zu sagen habe. Ich glaube, dass es für diejenigen, die sich mit der Thematik auseinandersetzen wollen oder da mehr zu hören wollen, wichtig ist, eine kurze Geschichte der Türkei zu kennen. Das Osmanische Reich, das sich bis dahin, also bis Ende des 19. Jahrhunderts ausgebreitet und dann wieder ja auch verkleinert hat, kommt in eine Krise im Zuge des Ersten Weltkriegs, verliert diesen und wird aufgeteilt in dem Vertrag von Sèvres 1920. An der Karte 1 sieht man, wie so die Aufteilung gestaltet ist zwischen Armenien, Griechenland, Italien, Frankreich und Großbritannien. Mustafa Kemal Atatürk, ein schlauer Militärsmensch, schafft es, diese Aufteilung durch strategische Kriege zu verhindern, sodass 1922 ein neuer Vertrag aufgesetzt wird. Und das sieht man da auf der Karte 2. Eigentlich ist das, was wir jetzt als Türkei haben, sozusagen das Resultat dieser kriegerischen Erfolge, weshalb er gleichzeitig in der Mythisierung auch der Nationalbildung von der Türkei eine große Rolle spielt, weil das Osmanische Reich und damit eigentlich die Herrschaft von Sultan Abdülhamid II., der das Osmanische Reich zu der Zeit führte, abgelöst wird. Am 29. Oktober 23 wird die türkische Republik gegründet mit vielfachen Reformen, die das islamisch geprägte und geführte Land, also der Sultan ist sowohl religiöses Oberhaupt als auch staatliches Oberhaupt, um das moderner zu machen und in Richtung Europa am europäischen Vorbild zu orientieren. Zentral ist hier der Laizismus als politische Form, die die Trennung von Staat und Religion vorsieht. Instabile Regierungen sind die Folge. Atatürk selbst stirbt 1938, sein Nachfolger İsmet İnönü versucht, die Demokratisierung im Land voranzubringen, indem er eine Vielparteilichkeit anstrebt. Doch die politischen Instabilitäten führen sich sehr stark durch bis heute. Mit der Situation, dass 2003 eine islamisch orientierte, konservativ orientierte Regierung an die Macht kommt, also Atatürk und auch die CHP, die eher republikanische Regierung versuchen, die Kategorie oder die Struktur, kulturelle Struktur des Islams von der Politik zu trennen. Das hält sich aber nicht durch und mit dem Resultat, dass die AKP-Regierung, dessen Vorsitzender und jetziger Präsident Recep Tayyip Erdogan ist, wie wir wissen, und hier dieses Bild, das eine Collage von Al Jazeera darstellt, zeigt ein bisschen, wie sich der jetzige Präsident auch in der Historie der Türkei orientiert, nämlich zwischen diesen beiden Polen, einem staatlich-säkularen Kemal Atatürk, der die Trennung von Religion, in dem Fall des Islams und Staat, advisiert hat, und Sultan Abdülhamid, der ein historisches Erbe repräsentiert, das aufgelöst wurde, nämlich das Osmanische Reich, das aber kulturell der jetzigen Regierung als Vorbild dient. Ich möchte kurz noch etwas zum Stand der neo-osmanischen Serien sagen. Das ist eine Recherche, die wir gemeinsam mit meiner Kollegin Heidi Kapschus gemacht hatten, im Rahmen eben der Forschung zu diesen Serien. Vom Stand März 2019 hatten wir 16 Fernsehserien tatsächlich identifiziert, die in der Türkei gespielt haben, die einen irgendwie osmanisch gearteten Bezug haben. Wahrscheinlich ist von einer von einem Anstieg der Serien auszugehen. Ich kann Ihnen jetzt hier den Stand im März 2019 vorstellen mit 16 Fernsehserien. Im Fokus meines Vortrags stehen zwei Beispiele. Abdülhamid Payitaht, der jetzt vergangenes Jahr ausgelaufen ist mit seiner letzten Folge, und einem zweiten Beispiel Dirilich Ertuğrul, einer Serie, die bereits 2019 geendet hat und international auf große Resonanz gestoßen ist. Eine Quelle nennt bis zu 65 Länder, in die die Serie verkauft wurde. Jetzt
würde ich Ihnen gerne einfach einen Trailer zumindest vorstellen, auch in Anbetracht der Zeit, um damit Sie einen konkreten Einblick in die Kultur, visuelle Kultur dieser Serien bekommen. Und das ist die Serie, der Trailer zu. Bu yalan dünyada niye yaşamalıyız? Niye mücadele etmiyor? Müslümanların kanı hep dökülecek. Niye yurt tutmalı? Türklerle Selahaddin Eyyubi'nin torunlarını birbirine düşürdüğümüz gün Kudüs bizim olacak. Zalimin karşısında, mazlumun yanında olmadıktan sonra... Süleyman Şah oğlu Ertuğrul. Ant olsun ki üstte mavi gök, altta yağız yer yarılmadıkça zulme boyun eğmeyeceğim. Sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar hürriyet. Ja, das vielleicht so als konkreter, ja, filmischer Einblick in die Serie, die 2019 geendet ist und eine unglaubliche Resonanz erfahren hat in der Türkei, aber auch sozusagen in anderen Ländern. Ich habe die Aufrufzahl des YouTube-Videos der ersten Folge von Dilek Ertuğrul genannt. Es sind ungefähr 19 Millionen Klicks angesichts dessen, dass die Serie ja jetzt seit fast 8 Jahren oder vor 8 Jahren begonnen hatte. Mag das vielleicht als nicht so viel erscheinen, aber ich weiß auch, dass die Klickzahlen teilweise reaktualisiert wurden, weil sie immer wieder hochgeladen werden mussten. Also ist von einer höheren Klickzahl auszugehen. Die Serie, die 2019 geendet hat, man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass irgendwie diese osmanische Serien-Hype geendet ist. Es ist eine Nachfolgeserie entstanden, nämlich Kurulus Osman, die bis heute andauert. Und das macht auch Sinn, weil das historische Ereignis, worauf Dirilich Ertuğrul rekurriert ist, dass Ertuğrul den Vater von Osman, also den Gründer des Osmanischen Reichs, eigentlich bildet. Insofern handelt es sich bei Dirilich Ertuğrul um eine Serie, die die Vorzeit vor Gründung des Osmanischen Reiches thematisiert, also die Vorbereitung für das Osmanische Reich. Und Kurulus Osman selbst, so wie der Titel auch sagt, also die Gründung durch Osman verhandelt hier die Entstehung des Osmanischen Reiches und dessen Verbreitung. Bislang bestehen 3 Staffeln in 82 Folgen. Und man sieht eigentlich, an dem Trailer hat man das gesehen, dass es sich hier um eine Form von Action- oder Abenteuerserie handelt. Ich werde jetzt den Trailer von Kurulus Osman überspringen und direkt auf erzählerische und ästhetische Besonderheiten eingehen. Da sehen wir, dass eigentlich auch in der Produktionsweise hier eine beachtenswerte Qualität vorgelegt wird in der filmischen Machart, die sozusagen einer Kinofilmästhetik, wie wir sie aus Hollywood oder sowas kennen, fast in nichts nachsteht. Was offensichtlich ist, ist auch in der Machart, einerseits durch die Dunkelheit der Lichtführung oder auch der Lichtführung des Bildaufbaus, der Schnitttechniken, dass hier Bezüge auch zu anderen moderneren Hollywood-Abenteuer wie Historienfilmen deutlich werden. Ein bekanntes Beispiel ist hier Braveheart. Wenn man sich jetzt die Filme inhaltlich anguckt, also erzählerisch, dann geht es eigentlich die ganze Zeit um irgendwelche Intrigen, die zwischen den unterschiedlichen politischen Akteuren da stattfinden. Es geht um kriegerische Auseinandersetzungen. Und natürlich auch um interpersonelle Beziehungen zwischen Ertuğrul und der einen oder anderen Dame. Was auffällt, wenn man die Serie zum ersten Mal schaut, ist, dass sie mit einer unglaublichen Vielzahl an Figuren schon in der ersten Folge arbeitet. Als ich die erste Folge gesehen habe, das waren
also ich weiß nicht, 20 bis 25 Figuren, die namentlich eingeführt wurden, aber von einer richtigen Einführung konnte man nicht sprechen. Es ist ein heilloses Kuddelmuddel. Und auch die historische Referenzen, die Serie aufmacht, bleiben fast erklärungslos. Also selbst ich, der sich ein bisschen in der osmanischen Geschichte auskannte, war angesichts der ersten Folge durch die Verortung der Erzählung überfordert. Ich wusste nicht, worauf sich bestimmte konkrete Bezüge berufen haben, historisch. Ja, wenn man jetzt lediglich zusammenfassen müsste, dann könnte man hier ein Zitat von Joshua Carney heranziehen, der sich die Serie in ihrer politischen Hinsicht angeschaut hat, der da sagt, im Fall von Dillilich sind diese politischen Ziele mit einer nekropolitischen, also ich übersetze das hier, tödlichen Ordnung verflochten, die spektakuläre Darstellung der Vergangenheit einsetzt, um den Tod für die Nation zu fetischisieren. Das ist jetzt schon eine politische Evaluation, bei der ich eher einen Schritt zurücktreten würde und sagen würde, eigentlich müssen wir uns ja auch ein bisschen historisch der Sache nähern, dazu aber gleich mehr. Abdulhamid Paytay, die zweite Serie, auf die ich mich hier in meinem Kurzvorstellung beziehen möchte, ist eine, die eben den Sturz von Abdulhamid II., also der osmanischen Regierung zur Zeit um 1896 dreht und die politischen Entwicklungen von damals aufnimmt. Also wie ist es vielleicht auch zum Sturz des Osmanischen Reichs gekommen und alles ziemlich aus der Sicht des Sultans erzählt. Was die Serie macht, das ist eine Serie, die vom türkischen Staatsfernsehen produziert wird, das heißt, die aktuelle politische Entwicklung und politische Strategien und Reden von Recep Tayyip Erdoğan zumindest in den späteren Staffeln oder Folgen aufnimmt und sie sozusagen rückkoppelt an die historischen Ereignisse um den Sultan Abdulhamid. Wie repräsentationspolitisch gesprochen ist der Film antisemitisch, also er zeigt Juden als Verschwörer und als Feinde eines Osmanischen Reichs. Abdulhamid selbst wird als medienfeindliche Person dargestellt, die der Zeitung gegenüber und dem Journalismus gegenüber sehr kritisch entgegentritt, weil dort eben auch Verschwörungstheorien anzudocken sind. Also die Medien haben sich sozusagen gegen die Türkei zusammengerauft und planen eine Verschwörung, sind Teil dessen. Die Serie offenbart pro-islamisch, pro-osmanisch und okzidentalistische Thesen. Und okzidentalistisch ist gemeint, dass nicht westliche Länder eine Verschwörungspolitik und auch eine Abwertungspolitik des Westens aufbauen, auch mit seinen Werten, um darüber eine identitätspolitische Selbsterhöhung vorzunehmen. Also dadurch, dass die Nicht-Türkei, der Westen als ein Werte, ein Land oder eine Region gezeigt wird, die dem Werteverfall, moralischen Werteverfall verfallen ist, kann so eine Überhöhung des eigenen Selbstbewusstseins stattfinden. Der Westen ist zwar vielleicht technologisch und so weiter fortgeschritten, aber die wahren menschlichen, humanen Werte, Solidarität und Brüderlichkeit, die sind eher auf der Seite der Türkei zu finden. Ich habe hier einige Screenshots aus Abdulhamid Paytay mitgebracht, die nochmal deutlich machen, wie er dargestellt wird. Das ist ein eigentlich eher edler Mensch. Da sieht man auch, dass er eben die Zeitung in der Hand hält und da einen Komplott der britischen Regierung gegenüber der Türkei zeigt. Rechts unten ist ein religiöser Ritus, islamisch-muslimischer Ritus gezeigt, der auch nochmal die Spiritualität von Abdulhamid in den Vordergrund stellt. Hier sehen wir die Darstellung des Juden als den Bösen, der hier vor dem jüdischen Kerzenständer abgebildet wird. In der ersten Folge finden wir eine kriegerische Attacke gegenüber dem britischen Lager, die symbolisch wird, die britische Flagge abgenommen und was sozusagen eigentlich eindeutig macht, dass hier eine Solidarität auf Seiten der Serie mit der türkischen Position eingenommen wird und weniger eine historische Beobachterperspektive. Sie ist sehr politisch zielgerichtet
pro Regierung, pro Regierungs, also im Sinne der einer türkischen Regierung gehalten oder spricht für sie. Vielleicht lassen sich diese beiden Serien als ein Ausnahmebeispiel verstehen, aber das sind sie nicht. Wenn man einen medienhistorischen Blick auf die türkische Kultur, Populärkultur wirft, dann sieht man, dass derartige Produktionen nicht die Ausnahme sind. Tarkan, eine Figur, die in der Comicserie von jetzt ist mir der Name entfallen, Burak. Die Hauptfigur spielt in dieser Comicserie, hat 6 oder 7, ich glaube es sind 7 an der Zahl, filmische Ableger gefunden. Tarkan, diejenigen, die türkisch sozialisiert sind oder hier türkische Satellitenfernsehen gucken oder auch immer noch türkisches Fernsehen gucken, werden Tarkan nach wie vor kennen und als Film auch sozusagen historisch verorten können, in ihrer eigenen Medienbiografie. Zumindest ist es so bei mir der Fall. Und ich würde Ihnen gerne jetzt kurz aus der Präsentation heraustreten und einen Ausschnitt zeigen. Dazu stoppe ich kurz mal die Bildschirmfreigabe, damit ich in die Gesichter gucken kann und auf mein eigenes Gesicht. Genau. Und würde jetzt kurz zu... Ja, angesichts der Zeit, wie viel haben wir denn noch? Ich bin ungefähr bei der Hälfte. Ich glaube, ich werde mal... Es ist alles gut. Wir waren am Anfang ein bisschen schneller. Okay. Also wir haben sehr zeitig angefangen darum. Alles klar. Dann probiere es jetzt mal mit einem kurzen Einblick in das Video zu Tarkan. Bis dahin habe ich sicher auch, ist mir auch der Name des Comic-Autoren eingefallen. Oh, alles. Tamam Kulket, tamam Tarkan'ın peşinden gidiyoruz. Hadi. Şey, Bige, ne diyeceğim Moment, biliyor musun? Das ist die falsche Stelle. Pardon. Bana bak Cüce, bir üfürükte senin canını alırım. Ataların gelse kurtaramaz ha. Bana Kosta derler, dev Kosta. Dev misin, deve misin, nesin? Atalarımı karıştırma. Burnuma da dokunma, çekelini pişan ederim seni. Bırak onu ayı. Tarkan! Tarkan! Vay vay, dur hele! Kimsin sen? Biraz evvel atalarına dil uzattığın o büyük ulustan biriyim. Anlaşılan senin üst Türklerden dayak yememişe benzersin. Bana dayak atacak adam da anasının karnından doğmamış. Kurt atıl hadi! Dalaşma, ben adamı perişan ederim dememiş miydim? Ah! Koca ayı! Ol. Kes
beraber gelin, kaçmayın. Gelin de hepinizin suyunu çık. Ich glaube, es ist deutlich geworden, worum es geht. Großinhaltlich braucht man ja nichts zu erzählen. Der türkische Held Tarkan stürmt die Szenerie und rettet den anderen unterdrückten türkischen Kleinhelden aus den Fängen der christlich-römischen Schufte. Ich würde jetzt mit meiner Präsentation kurz weitermachen an der Stelle. Ach, jetzt. Genau. Stehen geblieben waren wir, glaube ich, bei den historischen Referenzen. Und man könnte jetzt diese historischen Referenzen noch fortführen. Es gibt die Köroğlu-Serie, die Karamurat-Fatih-Ferman-Serie, Malkoç-Oğlu als Protagonisten einer osmanischen Heldengeschichte. Darauf werde ich jetzt verzichten. Deutlich wird das schon in den 60er und 70er Jahren. Das ist die medienproduktivste Zeit oder filmproduktivste Zeit der Türkei, die damals die viertstärkste oder das Land war, das am viertmeisten Filme produziert hat. Also nach den USA, Japan und Indien war die Türkei die stärkste, das Land, das die meisten Filme produziert hat. Und diese Filme aus dieser sogenannten Yeşilçam-Phase werden auch heute noch über Satellitenfernsehen oder über das IPTV gezeigt und sind immer noch Teil, eigentlich neben diesen neueren Produktionen der Medienkultur, einer türkischen Medienkultur. Und wenn man noch weiter zurückgeht, wir haben ja gesehen, und ich habe von Kurulmuş Osman gesprochen, gibt es eine eine Serie des türkischen Staatsfernsehens, Kurulmuş Osmancık, die auf einen Roman von Tarık Buğra zurückgeht. Und eigentlich wird hier fast exakt dieselbe Geschichte erzählt wie in Kurulmuş Osman, aber für eine, auf eine Art und Weise, wie sie eher in den 1980er Jahren eben üblich war. Wir haben ja gesehen, dass es erhebliche ästhetische Differenzen gibt, auch zu den neueren filmischen Serien. Und das hat damit zu tun, das ist sozusagen das Herzstück meiner Forschung, der aktuellen, akuten Forschung. Der Regisseur dieser Serie, Yüce Çakmaklı, gilt als Begründer eines Milli-Sinema, der in den 60er Jahren ein islamisch-nationales Kino zu entwickeln versucht. Und anders als es heute der Fall ist, wo wir also einen Überhang von neosmanischen Serien sehen, war Yüce Çakmaklı mit seiner Position eher alleine, also überhaupt von einer islamisch-kulturellen Filmkultur zu sprechen. Das, was wir heute haben, was eben auch durch die immense Unterstützung, politische Unterstützung durch die Türkei im Blick auf die Medienkultur betrifft, gab es damals nicht. Yüce Çakmaklı war ein absoluter Einzelgänger in einer eher liberalen Filmkultur in den 60er und 70er Jahren, der die Idee des Islams da in den Vordergrund zu stellen versucht hat. Die Filme, die ich vorher gezeigt habe, adressieren eher eine nationale Identität, wohingegen für Yüce Çakmaklı die islamkulturelle Komponente gleichzeitig in den Vordergrund zu stellen war. Und was wir heute haben, ist eigentlich so ein Hybrid aus diesen einerseits nationalistischen, aber auf der anderen Seite auch pro-islamischen Tendenzen. Ja, wie agieren diese Filme? Dazu hatte ich schon was gesagt, das werde ich jetzt kurz nochmal wiederholen. Mir war es wichtig, da noch einmal darauf zu verweisen. Sie machen sich eine sogenannte Verschwörungsästhetik zu eigen. Die Intrigen werden als solche sichtbar gemacht. Eigentlich zeichnet ja eine Intrige, ist ja eine Intrige dadurch ausgezeichnet, dass sie nur für eine Seite unsichtbar bleibt. Ob eine Intrige wirklich stattfindet oder nicht, kann man ja nur durch massive Recherche oder sonst wie herausfinden. Aber wir als Zuschauerinnen, die den historischen Ereignissen beiwohnen, sehen als eine Art dritter Beobachter, wie diese Intrige realisiert. Ich würde jetzt kurz auf Sirman und Aknel zurückgehen oder eingehen, die Medienproduktion, die neueren Medienproduktionen, also Abdülhamit Payitaht, Dirilich Ertuğrul und so weiter, auch einzuordnen versuchen, politisch einzuordnen versuchen, kritisch einzuordnen versuchen, die dazu schreiben. Fiktionale Geschichten über die osmanische Vergangenheit,
die den Anspruch erheben, die Wahrheit zu repräsentieren, schaffen ein Publikum, das sie als die Wahrheit der Nation in Vergangenheit und Gegenwart begehrt. Also es ist eigentlich auch ein Wunsch, eine Wunschkonstruktion, die wir da in den Serien sehen, die sie auf der einen Seite zwar historische Realität behaupten, auf der anderen Seite aber, wie es dem Mediumfilm halt so zu eigen ist, fiktional vorgehen. Wir befinden uns zweifellos in einer Ära der Postwahrheit, in der die Fiktion zum Beweis für eine Geschichte wird, die in den Dienst der Gegenwart gestellt werden soll. In einer destabilisierten Welt, in der Spiele in der Politik und in der Erzählung vorherrschen, ist die transzendentale Welt der Gegner zusammen mit der Suche nach der Wahrheit verloren gegangen. Also auf der einen Seite sind diese Filme natürlich auch irgendwie ein Resultat unseres postmodernen Umgangs mit Wirklichkeit. Also die Verlässlichkeit ist abhanden gekommen und innerhalb dieser abhanden gekommenen Verlässlichkeit suchen wir irgendwie auch Vereinfachung. So zum Teil eine Erklärung von Simon und Akadem, und auf diesen spielerischen Teil werde ich kurz gleich zurückkommen. Vor allem aber, so argumentieren wir, können die Massen durch Erzählungen im Genre des Spiels gereizt und kontrolliert werden. Mal werden sie aufgefordert, auf die Bühne zu kommen, wie in der Nacht des Juli 2015, der Nacht des Putschversuchs 2016, und mal werden sie dazu gebracht, in ihren kleinen Räumen zu bleiben und Dilich Ertuğrul oder Paytaht Abdülhamid zu genießen. Also das ist eine sehr kritische und den Zuschauer auch sehr machtlos belassende Perspektive, die die beiden Wissenschaftlerinnen da einnehmen. Ich glaube aber, dass sie dazu geeignet ist, sozusagen zumindest die Absicht, die politischen Strategien, die hinter diesen Serien stecken, adressieren zu können. Ich werde aber gleich nochmal oder zum Ende hin, ich werde nicht mehr lange sprechen, Entschuldigung für das Heillose überziehen, aber ich werde nochmal deutlich machen, warum das nicht ausreicht. Das überspringe ich jetzt, das ist, glaube ich, führt jetzt nicht so konkret da rein. Ich würde jetzt gerne über das Verhältnis von Migration und Neo-Osmanie, ich habe das jetzt als so ein Neologismus mal so genannt, weil es, glaube ich, das zusammenfasst. Verifizierbare empirische Daten für Zuschauerinnenkonsum in Deutschland liegen nicht vor. Es ist jedoch von einer relativ hohen Rezeptionsstärke auszugehen, was auf der einen Seite eben Klickzahlen auch von auf nationale Zuschauerinnenschaft zugespitzte Klickportale erahnen lassen. Die Aussparung der Themen des Osmanischen Reichs im schulischen und Bildungskontext erlaubt es den Serien, diese Lehrstellen zu bespielen. Ich möchte damit auf das konkrete Projekt auch von Live-FV zu sprechen kommen. Das würde mich interessieren, was da sozusagen sich im schulischen Kontext geändert hat, mit Blick auch auf meine eigene schulische Biografie in Deutschland. Bei mir, also in meinem Fall, wurde das, die Geschichte des Osmanischen Reichs völlig im Schulunterricht ausgespart. Und diese Filme funktionieren selbstverständlich als ein Füllmechanismus, als ein Sättigungsmechanismus für diese historische Leerstelle. Was ich aus meiner eigenen Forschung dazu sagen möchte, zu dem, was ich jetzt gerade auch vorgestellt habe, das sieht sehr einseitig aus. Ich finde, dass eben diese Behandlung der Serien auf diese Art und Weise auch einseitig ist, wenn man sie nur politkritisch und ideologiekritisch heranzieht. Ich glaube aber, dass ihr Erfolg darauf zurückzuführen ist, dass die Medienkultur von Migrantinnen innerhalb nur eines Integrationsdispositivs auftaucht. Kulturhistorisch diffizile Perspektiven bleiben aus. Also es wurde nicht nur versäumt, sozusagen überhaupt auf die Notwendigkeit kultureller Konsumtion von Migrantinnen in der frühen Migrationszeit einzugehen. Ich glaube, dass wir heutzutage auch immer noch zu wenig darüber wissen, worin denn die kulturelle Besonderheit dessen besteht. Okay. Und um das nochmal vielleicht deutlich zu machen, es gibt hier einen Artikel vom Spiegel aus dem Jahre 1983, der ist übertitelt mit Droge Video, ist von Dietrich Klitzke geschrieben, jemand, der in den 80er Jahren den Videokonsum von Migrantinnen beobachtet hat. Also Migrantinnen waren Vorreiterinnen eben auch in medientechnischen Konsumptionshinsicht und hatten Videorekorder und haben sich
Videofilme en masse ausgeliehen. Der schreibt dazu, ich werde das jetzt nur vorlesen. Ich glaube, dass das eigentlich gutes Material für unsere Gespräche gleich hergibt. Wenn in türkischen Wohnstuben der Fernseher angeht, bleibt es nicht bei Köpke, Tölke oder Rummenicke. Da reitet auf einmal mit gezücktem Säbel Karaolan über den Schirm, unterwirft fremde Länder und ihm zur Seite trottet der graue Wolf, Symbol der türkischen Rechtsextremisten. Ein Publikumsgünstling namens Cüneyt Alkın gibt zwischen Plüch und Lieblingsfrauen den Pascha ab. Es darf auch gelacht werden, etwa über Kemal Sunal, den türkischen Didi Hallervorden. Szenen und Gestalten wie diese beherrschen ein expandierendes Stück Fernsehen in Deutschland, den türkischen Videomarkt. Türken in Westdeutschland vielfach schlecht gelitten, am öffentlichen Leben nur am Rande beteiligt und von den Funkmedien fast vergessen, bauen sich rund um den heimischen Rekorder eine Gegenwelt auf. Die Heimat aus der Konserve, wie Barbara John, findet die Ausländerbeauftragte des Berliner Senats. Und ich glaube, wenn man dieses Beispiel nimmt, ist, wenn wir jetzt über die Serien aus der Türkei genauso sprechen wie dieser Ausschnitt aus Dietrich Klitzkes Beobachtung oder Einschätzung dessen, dann kommen wir aus einem produktiven Umgang mit diesen Serien und mit dem, wie das hierzulande auf die Jugend oder auf die Erwachsenen auch wirkt, nicht raus. Also Dämonisierung versus Veränderung einer gesamten Medienkultur, also wollen wir wirklich immer noch dabei bleiben, diese türkischen Serien führen zu einer medialen Ghettoisierung von Migrantinnen, oder wollen wir versuchen, sozusagen aus diesem Medienkonsum die auch subversiven Potenziale, also etwas Positives daraus zu ziehen. Und das kann man auch, glaube ich, nochmal auf diese Formel bringen, ethnische Kolonisierung, also wirklich Ghettoisierung oder Kolonisierung des Medienkonsums von Migranten. Wollen wir sie als diejenigen imaginieren, die vor dem Fernseher hocken und die türkischen Serien konsumieren? Oder wollen wir nach einem Potenzial vielleicht auch in dieser Form von Medienkonsum sehen, selbst wenn sie Propaganda einer türkischen Regierung sind? Und ich glaube, dass es dafür hilft, erst einmal von dem Integrationsdispositiv wegzukommen. Und damit meine ich eben die Perspektive, dass wir auf die Migrantinnen immer nur als zu integrierende Subjekte gucken, die irgendwie, mit denen wir irgendwie produktiv umgehen wollen. Und das betrifft auch den Schulkontext. Ich glaube, dass wir hier eher auch auf die Bedürfnisse und auf die kulturellen Besonderheiten eingehen sollten. Vielleicht so als Plädoyer oder provokatives letzte These für das Gespräch gemeint. Okay, vielen Dank. Und ja, genau, ich würde das Wort dann übergeben wieder an die Moderatorin, Frau Jegane. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das schließt sich die Fragestellung, die zum Ende kam, glaube ich, auch ganz wunderbar an. Wir haben auch eine Frage im Chat von einem Zuschauer, der, glaube ich, da auch ganz gut anschließt. Genau, da ist jetzt auch noch eine Antwort. Die Frage ist, wie werden diese Serien denn von den Zuschauern rezipiert, als fiktional oder eher dokumentarisch? Also ist natürlich die Frage, ob es dazu Studien gibt, aber dass sie betrachtet ja die Zuschauer nicht nur als passive Konsumenten, sondern auch, da auch nochmal einen anderen Blick drauf zu haben, gerade auch jetzt im hier im Migrationskontext. Ja, ach so, soll ich schon direkt was dazu sagen? Oder? Ja. Okay. Ja, als fiktional oder als Dokumentarfilm, Frau Jegane hat schon gesagt, dazu müsste man mal ein paar Studien machen. Diese gibt es zumindest für den Migrationskontext nicht. Es gibt einige Studien in der Türkei, aber die sind jetzt sozusagen auch nicht so aussagekräftig, weil sie sozusagen eher auch qualitativ vorgehen, also eher so nach einem Meinungsbild fragen. Das heißt, aus der Forschungssicht kann man dazu jetzt nicht so viel sagen. Ich kann dazu eben, meine Perspektive ist eben die, dass diese Lehrstelle mich interessiert, auch interessiert für den deutschsprachigen Kontext. Also wenn es kein Wissen über das Osmanische Reich innerhalb Deutschlands gibt oder wenn Kinder damit nicht konfrontiert oder da herangetragen werden, dann ist es ja die einzige Quelle, die ihnen zur Verfügung steht oder eine der wenigen Quellen, die ihnen zur Verfügung steht. Und das moduliert natürlich die Vorstellungswelt dieser Menschen. Das ist das, was sozusagen da oben dann hängen bleibt. Und es ist dann uninteressant, ob es als Wirklichkeit wahrgenommen wird oder als fiktional.
damit, so gehen wir ja damit nicht um, weil wir uns das nur in dieser Art und Weise vorstellen können. Das heißt, die Bilder, die diese Serien transportieren, sind das Einzige, worauf wir uns zurücklassen können. Und das ist schon fatal, weil da fehlt die Vielfalt der Umgangsweise. Also wenn das die einzige Ressource bleibt, damit umgehen zu können, weil zum Beispiel eben andere Quellen dazu fehlen, und die Schule ist ja eine der wichtigsten Quellen dazu, wie wir damit umgehen können, zwangsweise auch, weil wir alle eine Schulpflicht haben, dann bleiben sozusagen nur diese Medienwelten übrig. Und das lässt eher die Vermutung zu, dass sie die einzige oder die vordergründige Quelle sind. Und das ist schwierig oder problematisch, weil sie in so einem sehr spezifisch türkisch-politischen Kontext stehen. Das vielleicht dazu gesagt. Das ist, wie Sie ja sagten, ein Ansatzpunkt. Und soweit wir, und wir hatten ja unsere letzte Veranstaltung auch dazu, sage ich mal, wissenschaftliche Einblicke, die leider darauf hindeuten, dass wir bislang auch nicht viel mehr Thematisierung in der Schule haben. Aber es gab Beiträge dazu, wie heikel das ist. Wir haben auf der einen Seite die Jugendlichen, Türkeistämmigen, die aber ein großes, und wir haben jetzt den Begriff, sage ich mal, auch ein bisschen geprägt, der ist, glaube ich, von Frau Georgi eigentlich eingeführt worden in unserer Diskussion, vom Geschichtsbedürfnis zu sprechen. Junge Türkeistämmige, die ein Geschichtsbedürfnis haben, aber nicht nur diese, sondern auch mit anderen aus islamischen Herkunftsländern bestehenden Hintergründen, die vielleicht da auch eine Verbindung zu haben. Auf der anderen Seite eine Schule, mal abgesehen von der Lehrstelle, auch mit einer Lehrerschaft, die durchaus da auch schwierig zum Teil mit umgeht oder das dann auch sehr stark kategorisiert, stereotypisiert oder sofort diesen Kurzschluss nach dieser Lesart wie in dem Artikel zieht und dass junge Menschen überhaupt solche Filme sehen, sich damit identifizieren, sofort in eine Identitätswahrungs- oder Selbstghettoisierungstendenz sieht, anstatt da anzuknüpfen pädagogisch und zu sagen, wir brauchen eine Thematisierung, eine Bearbeitung. Und da schließt sich natürlich, und so komme ich jetzt auch zum Bogen, schließt sich auch der Bogen, wessen Geschichte wird erzählt, welche Geschichte wird die unterschiedlichen Bedürfnisse, die wir hier im Land haben und die Möglichkeit ja auch für die jungen Menschen, Serien der verschiedensten Art zu sehen und so auch deutsche Geschichte als Teil ihrer Geschichte Sicht, genau, durch Serienkonsum und gegebenenfalls auch in Form von Binge-Watching zuzufügen. Und ich würde sagen, ich übergebe jetzt an Herrn Hochmut und wir kommen danach auch, und das ist das, was wir auch heute wagen wollen, die Brücke zu schließen, auch durchaus diese Überschneidungen anzugucken. Unterschiede, Ähnlichkeiten herauszuarbeiten, weil letztendlich geht es um uns ja auch vor allen Dingen um einen Medienkonsum hier in, sage ich mal, in unserem Umfeld. Herr Hochmut, bitte. Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite für die freundliche Einführung vorhin und auch für die Einladung. Und ehrlich gesagt bin ich auch sehr gespannt auf die Diskussion, die wir gleich haben, wenn wir auch so ein bisschen diese Serien nebeneinander stellen werden und vielleicht auch ein bisschen die Wahrnehmung dieser Serien. Ich möchte jetzt tatsächlich über deutsche Serien zur deutschen Geschichte sprechen, vor allen Dingen über Babylon Berlin. Und ich habe meinen kurzen Vortrag überschrieben mit dem Titel Die Weimarer Republik im Serienformat. Und auch ich habe eine Präsentation und die teile ich jetzt mal mit Ihnen. Ich hoffe, Sie können die sehen und dann lege ich auch gerne gleich los. Im Herbst 2018 kehrte das Berlin der Weimarer Republik mit großer Wucht zurück. Das lag nicht nur am 100. Jahrestag der Novemberrevolution, sondern vor allem an der Fernsehserie Babylon Berlin. Nachdem die Produktion bereits im Jahr zuvor auf dem privaten Pay-TV-Sender Sky gelaufen war, stieß sie bei der Ausstrahlung im ersten, also in der ARD, im Oktober 2018 auf große Resonanz. Im linearen Fernsehen, und so nennt man sozusagen dieses Klassische, was sozusagen noch über Kabel oder Satellit läuft, also im linearen Fernsehen, sahen durchschnittlich rund 5 Millionen Zuschauer die teuerste deutsche Fernsehserie aller Zeiten.
Viel durchschlagender war jedoch der Erfolg in der ARD-Mediathek mit damals, ich rede jetzt nur über das Jahr 2018, über 10 Millionen Abrufen. Das sind mittlerweile viel, viel mehr. Doch es blieb nicht allein bei einem Erfolg in Deutschland. Die Produktionsfirma X-Filme verkaufte die Serie in über 90 Länder und so wurde Babylon Berlin in den USA zum Beispiel bei Netflix ausgestrahlt. Der Logik des Genres entsprechend folgte auf die ersten beiden Staffeln, die zusammen produziert worden waren, eine dritte Staffel, die 2020 im deutschen Fernsehen zu sehen war, und es wird noch in diesem Jahr aller Voraussicht nach eine vierte Staffel folgen. Babylon Berlin, und hier in Köln weiß man das, basiert auf den historischen Kriminalroman von Volker Kutscher. Das zeige ich Ihnen mal meine erste Folie. Das war der erste sehr erfolgreiche Roman, ich glaube 2007 oder 2008, Der nasse Fisch. Mittlerweile sind 8 Stück erschienen und ich habe Köln deswegen hervorgehoben, weil Volker Kutscher, der Romanautor, aus Köln stammt. Und übrigens auch die Hauptfigur dieser Romane, Gerion Rath. Jetzt aber zurück zur Serie. Tom Tykwer, Henrik Hanlöchten und Achim von Borries haben die Bücher für das Fernsehen adaptiert. Die Serie spielt im Jahr 1929 und erzählt die Geschichte des Kölner Kommissars Gerion Rath, der nach Berlin kommt, in verschiedenen Kriminalfällen ermittelt und sich dabei mit den Feinden der Weimarer Republik herumschlagen muss. An seiner Seite steht die junge Kriminalassistentin Charlotte Ritter, die moderne Frau der 20er Jahre verkörpert. Und hier haben wir auch mal so einen Screenshot, ein Szenenfoto aus der ersten Staffel, links Gerion Rath, rechts Charlotte Ritter. Neben den beiden Hauptfiguren spielt die Hauptstadt eine Hauptrolle in der Serie. Teils an Originalschauplätzen, teils im Studio in Babelsberg gedreht, wird Berlin aufwendig in Szene gesetzt. Wie wichtig die Serie für die Selbstvermarktung der Stadt ist, zeigt allein schon, dass der damalige regierende Bürgermeister Michael Müller im Herbst 2017 eigens zur Weltpremiere nach Los Angeles, nach Hollywood, reiste, um Babylon Berlin zu promoten. Der Titel der Serie steht für ein bestimmtes Bild von Berlin. Er verknüpft das mythische Bild von Berlin der goldenen 20er Jahre mit der hedonistischen Partymetropole der Gegenwart. Und keine Szene zeigt es besser als die Szene im Mokka Efti in der zweiten Folge der ersten Staffel. Der Titel Babylon Berlin spielt dabei ganz bewusst mit zwei biblischen Bedeutungsebenen vom antiken Babylon. Es geht um Hybris und Dekadenz. Der Turmbau zu Babel aus dem Alten Testament verweist auf den aufstrebenden Geist der Weimarer Republik, die in die Moderne aufbricht, aber, wir wissen es alle, in der Katastrophe endet. Also der Turmbau zu Babel, klassisches Motiv, auch schon in den Gemälden der frühen Neuzeit, wie wir es hier sehen. Die große Hure Babylon wiederum aus der Offenbarung des Johannes steht für den freizügigen Charakter des Weimarer Nachtlebens kurz vor seinem Untergang. Im Titel Babylon Berlin verdichtet sich somit ein populäres Bild, dass das Berlin der Weimarer Zeit auf den Punkt bringt und auch deshalb international sehr anschlussfähig ist. Ohne diesen Titel, so darf vermutet werden, wäre die Serie nicht halb so erfolgreich. Und das Interessante ist, wenn man auf die englische Übersetzung schaut vom Nassen Fisch, also von dem ersten Roman von Volker Kutscher als Romanvorlage, ist es nicht etwa irgendwie der The Wet Fish oder so, sondern die englische Übersetzung ist auch Babylon Berlin. Babylon Berlin basiert stark auf den Bildwelten, die wir bereits von der Weimarer Republik im Kopf haben. Dabei war der Mythos von Berlin als Babylon der Moderne bereits in der Weimarer Republik sehr populär. Ganz schnell ein paar Beispiele. 1929 ist in Berlin das Ischtar-Tor aus dem echten antiken Babylon im Zweistromland aufgebaut worden im Pergamonmuseum. 1929 ist ein riesiges Kaufhaus in Berlin eingeweiht worden, das Karstadt am Hermannplatz, was nicht nur aussieht wie Wolkenkratzer in New York, sondern gleichzeitig wie ein Zikkurat, wie ein babylonischer Stufentempel. 1929 ist auch das Babylon-Kino, das Kino Babylon am
Bülowplatz heute, Rosa-Luxemburg-Platz in der Nähe der Volksbühne, eingeweiht worden, wo man noch heute 20er-Jahre-Filme sehen kann. Und im Jahr 1929 erschien auch das berühmte Buch Berlin-Alexanderplatz von Alfred Döblin, der ein Jahr später, zwei Jahre später, glaube ich, der Roman verfilmt wurde mit Heinrich George in der Hauptrolle. Immer noch eins weiter, Metropolis kann man auch noch erwähnen. Im Folgenden möchte ich aber nicht dem Mythos Babylon-Berlin nachspüren, sondern dem Bild, das Babylon-Berlin von der Weimarer Republik vermittelt. Die Serie ist enorm detailverliebt, das kann man sagen. Die teuerste deutsche Fernsehproduktion aller Zeiten macht es möglich, dass sich die Ausstattung bis ins letzte Detail an historischen Vorlagen orientiert. Das sieht man an jeder Uniform, an jeder Requisite. Alle Komparsen sind so akkurat gekleidet, dass sie jederzeit einer Nahaufnahme standhalten würden. Bettina Köhler und ich haben hierfür jüngst den Begriff Oberflächengenauigkeiten von Friedrich Gnilly gewählt, um darauf aufmerksam zu machen. Wenn Sie das noch ein bisschen genauer interessiert, empfehle ich Ihnen den Beitrag auf Zeitgeschichte online, dessen Link Sie dort unten sehen auf der Folie. Aber bei aller Detailversessenheit macht Babylon Berlin durchaus Abstriche von der historischen Genauigkeit. Die Schwarze Reichsjahr zum Beispiel, die in der ersten und zweiten Staffel von Babylon Berlin im Jahr 1929 den Staatsstreich gegen die ihr verhasste Demokratie plant, war eigentlich eher ein Phänomen der frühen Weimarer Republik. Das Modell der Dampflokomotive, die den Zug mit dem Gold der Sorokins zu Beginn der ersten Staffel nach Westen fährt, gab es 1929 ebenso wenig wie etwa eine Grenzstation Tauroggen zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion, die kurz darauf eingeblendet wird. Und schließlich war der expressionistische Film, der am Anfang der dritten Staffel aufwendig produziert wird, im Jahre 1929 eigentlich schon längst aus der Mode. So tritt also die Fiktion an die Seite der historischen Fakten. Das gilt auch für die Protagonisten der Serie. Es gibt drei Umgangsweisen mit historischen Personen in Babylon Berlin. Die meisten Hauptfiguren wie Gerion Rath, Charlotte Ritter oder Regierungsrat Wendt sind rein fiktiv und ohne historische Vorbilder. Hinzu kommen zweitens eine Reihe historischer Persönlichkeiten, die mit leicht verfremdeten Namen in der Serie auftauchen. So heißt der Großindustrielle Thyssen in der Serie Alfred Nüssen, gespielt von Lars Eidinger. Aus dem Chef der Reichswehr Hans von Seegt wird Generalmajor Segers. Und der SA-Mann Horst Wessel heißt in der Serie Horst Kessler. Drittens treten in Babylon Berlin schließlich einige historische Persönlichkeiten unter ihrem richtigen Namen auf. Hierzu gehören in den ersten beiden Staffeln Außenminister Gustav Stresemann, Reichspräsident Paul von Hindenburg und der legendäre Chefermittler der Berliner Mordinspektion Ernst Gennert. Bemerkenswert ist, dass in der dritten Staffel von Babylon Berlin deutlich mehr historische Persönlichkeiten auftreten als zuvor. Wir begegnen den späteren Reichskanzlern Brüning, von Papen und von Schleicher, ebenso wie dem Berliner SA-Führer Walter Stennes. Auf der Seite der Republik spielen der Arbeiteranwalt Hans Litten und als einzige historische Frauenfigur die Gefängnisdirektorin Rosa Helfers wichtige Rollen. Dass die Zahl der historischen Persönlichkeiten in der Serie zunimmt, von Staffel zu Staffel, ist kein Zufall, denn in der dritten Staffel greifen die Protagonisten immer stärker in das Rad der Geschichte ein. Während die Geschichte der Weimarer Republik in den ersten beiden Staffeln eher eine historische Hintergrundfolie für die Krimi-Handlung bildete, hat sich das Verhältnis in der dritten Staffel umgekehrt. Immer öfter führen die Figuren nun selbst bekannte historische Ereignisse herbei, während die eigentliche Krimi-Handlung in den Hintergrund tritt. Damit unterscheidet Babylon Berlin sich zunehmend von der Romanvorlage Volker Kutschers, der seine Figuren nicht in die große Geschichte eingreifen lässt. Anders als in der literarischen Vorlage werden in der Serie wichtige historische Ereignisse dezidiert angesprochen und aufwendig inszeniert.
Hierzu gehören sowohl der Blutmai als auch der Börsenkrach von 1929. Hier ist ein Bild vom Blutmai, also der scharfen Auseinandersetzung zwischen der Berliner Polizei und den Kommunisten auf den Straßen von Berlin. Und hier eine Reinszenierung des berühmten Börsenkrachs des Schwarzen Freitags von 1929. Noch wichtiger ist jedoch, dass Babylon Berlin einige wichtige Prozesse und historische Zusammenhänge der Weimarer Republik thematisiert. So wird anhand der weiblichen Hauptfigur Charlotte Ritter die Emanzipation der Frauen und der Aufbruch in die Moderne dargestellt. Außerdem beschreibt die Serie, wie die konservative Revolution gemeinsam mit der deutschen Schwerindustrie und der NSDAP eine Allianz gegen Weimar bildet. Diese Verschwörung von rechts ist das zentrale Thema der dritten Staffel, die sie so aktuell macht. Bei Babylon Berlin stimmen also die kleinen Details und die großen Linien. Dazwischen gibt es durchaus historische Unschärfen, die hauptsächlich dramaturgischen Notwendigkeiten folgen. So stirbt Gustav Stresemann nicht wie in Wirklichkeit, aber sein dramatischer Tod vor den Augen des rechtskonservativen Verschwörers Wendt steht gewissermaßen symbolhaft für das Sterben der Republik. Babylon Berlin erzählt somit eine wahre Geschichte, deren Grundaussage zutrifft. Olaf Gürke hat hierfür den Begriff der historischen Triftigkeit vorgeschlagen. Ich zitiere ihn: Triftigkeit ist hierbei nicht mit einer objektiven Wahrheit gleichzusetzen, sondern mit dem Grad der Vereinbarung der Erzählung mit einer bereits vorhandenen, plausiblen Rekonstruktion. Zitat Ende. Es geht also vor allem um die historische Plausibilität der Handlung vor dem Hintergrund unseres eigenen geschichtlichen Vorwissens. Wichtiger als die oft bemühte Detailkritik und der müßige Authentizitätscheck ist es, dass die Handlung insgesamt glaubwürdig ist, historisch und dramaturgisch glaubwürdig ist. Wie jeder Film muss nämlich eine historische Serie vor allem dramaturgisch überzeugen. Hierbei helfen die historischen Details. Die Schauwerte der Serie unterstützen die Dramaturgie und plausibilisieren die politische Botschaft von Babylon Berlin. Die erste und zweite Staffel der Serie wurden gewissermaßen von der gegenwärtigen gesellschaftlichen Wirklichkeit überholt, als sie die Bedrohung der Republik durch die neue Rechte aufzeigten. Bei der dritten Staffel verhält es sich genau andersherum. Sie entstand bereits ganz vor dem Hintergrund des erstarkenden Rechtspopulismus in unserer Gegenwart und macht die Zerstörung der Weimarer Republik durch die Vereinigte Rechte ganz bewusst zum Thema. Im Jahr 2018 äußerten sich Tom Tykwer, Achim von Borries und Henk Hangelten in einem Interview mit der FAZ geradezu prophetisch. Ich zitiere: Wir wollten die Nazis nicht als die anderen zeigen. In unserer Welt werden fast alle in ein paar Jahren dazugehören. Zitat Ende. So wie Volker Kutscher geht es den Machern von Babylon Berlin erklärtermaßen darum, gegen die Geschichtsvergessenheit anzukämpfen und für die Bedrohung unserer freiheitlichen Ordnung zu sensibilisieren. Zugleich ist Babylon Berlin aber auch ein Beispiel für die heutige Geschichtsversessenheit. Also ein schönes Wortspiel, Geschichtsvergessenheit auf der einen Seite, Geschichtsversessenheit auf der anderen Seite. Das gilt nicht nur für die historische Detailverliebtheit der Filmschaffenden, sondern auch für das große historische Interesse des Publikums, ohne dass eine Serie wie Babylon Berlin gar nicht möglich wäre. Die Serie profitiert von einer boomenden Erinnerungskultur, die gerade die Weimarer Republik wiederentdeckt. Ein Bild zeige ich Ihnen mal, wie im Jahr 2018 der Themenwinter der Revolution 1918-19 auf den Straßen von Berlin gefeiert wurde, reinszeniert wurde. Aufgrund der anstehenden Jahrestage und der vermeintlichen Analogien zwischen den 20er Jahren des 20. und denen des 21. Jahrhunderts erscheint Weimar so aktuell wie nie. Der Erfolg von Babylon Berlin basiert auf dieser geschichtskulturellen Konjunktur, so wie die Serie ihrerseits enorm zur Renaissance der Weimarer Republik beiträgt.
Babylon Berlin, ist fest verwebt in ein Netz multimedialer Veröffentlichungen. Dazu gehören Podcasts, Stadtführungen, Fernsehdokus und Thementische in Buchhandlungen. Sie müssen in Berlin nur mal zu Dussmann und das große Kulturkaufhaus sehen. Da sehen Sie, dass das Berlin der 20er Jahre, zumindest in Berlin, allgegenwärtig ist. Und da zeige ich Ihnen ein, zwei Bilder. Hier einen großen Bildband, eine Ausstellung, die es vor kurzem im Stadtmuseum gab, wissenschaftliche Bücher, die es dazu gibt, aber auch Comics, wie die Comicreihe von Jason Lutz. Auf den Erfolg von Babylon Berlin sprangen weitere Produktionen auf. Zu nennen wäre hier insbesondere die sechsteilige Fernsehserie Eldorado KDW von Julia von Heinz, die jetzt gerade erst Anfang Januar lief und die, wenn ich richtig informiert bin, müssen wir eins weitergehen, die noch genau 3 Tage in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Die Serie Eldorado KDW wurde ebenfalls von der ARD produziert und spielt ebenfalls im Berlin der Weimarer Republik. Und genau wie Babylon Berlin verrät uns Eldorado KDW vielleicht mehr über unsere Gegenwart als über die Geschichte der Weimarer Republik. In diesem Sinne ist der Untertitel von Eldorado KDW durchaus wörtlich zu verstehen. Jetzt ist unsere Zeit, meint auch, dass wir, wie bei allen historischen Serien, unsere aktuellen Themen und Diskurse auf die Vergangenheit rückprojizieren. Bei Eldorado KDW ist dies vor allem das Streben nach sexueller Emanzipation. Dazu habe ich Ihnen auch mal ein Szenenfoto mitgebracht. Das kann historisch, also dieses Streben nach sexueller Emanzipation, das kann historisch durchaus anknüpfen an die Emanzipationsbewegung der Weimarer Republik, in der Homosexualität endlich gelebt werden konnte. Man denke nur an Christopher Isherwoods Farewell Berlin und die legendäre Verfilmung des Romans unter dem Titel Cabaret mit Liza Minnelli. Das kennen Sie, glaube ich, von 1971, 1972, glaube ich. Eldorado KDW thematisiert die Suche nach sexuellen Identitäten, aber offensiv im Geiste unserer Gegenwart. Dazu passt, dass in der Serie immer wieder bewusst zwischen den Zeitebenen gesprungen wird, wenn die Protagonistinnen in historischen Kostümen bei Außenaufnahmen plötzlich zwischen modernen Autos hin und her laufen. Jetzt ist unsere Zeit, gilt also auch hier. Der dramaturgische Kunstgriff erlaubt eine besondere Verknüpfung von gestern und heute. Babylon Berlin macht im Grunde nichts anderes. Nur geht es hier bei Babylon Berlin nicht in erster Linie um die sexuellen Identitäten von heute, sondern um politische Überzeugungen. Die Serie erzählt die Geschichte einer Demokratie, die von rechts bekämpft wird. In Zeiten, in der auch unsere Demokratie in einem Maße von rechts herausgefordert wird, wie es uns noch vor wenigen Jahren unvorstellbar erschien, verleiht dieses Szenario der Serie eine ungeahnte Relevanz. Dieses Gefühl der Bedrohung wird noch gesteigert, weil wir wissen, wie die Geschichte nach 1929 weiterging. So liegt über Babylon Berlin ein bedrohlicher Schimmer, der durch die eindringliche Filmmusik zu Asche, zu Staub, vielleicht haben Sie es mal gehört, noch gesteigert wird. Nazis im eigentlichen Sinne tauchen in den ersten beiden Staffeln kaum auf, wohl aber zahlreiche Feinde der Demokratie. Der Hauptheld Gerion Rath mag sie fürs Erste noch ausschalten, doch langfristig, das ahnen wir, kämpft er auf verlorenem Posten. Das Gute aber ist, Geschichte wiederholt sich nicht, trotz aller vermeintlicher Analogien. Und wir haben es selbst in der Hand, unsere Demokratie zu bewahren. Wenn uns die Serie hierfür ein wenig sensibilisiert, lohnt sich allein schon deshalb die Beschäftigung mit Babylon Berlin. Ja, ganz herzlichen Dank.
Und die erste Frage, die ich jetzt an Sie beide stellen würde, die sich mir direkt aufdrängt, und vermutlich haben Sie auch mit ähnlichen Ohren gehört, wo sehen Sie denn jetzt in den unterschiedlichen, in den Serienproduktionen Ähnlichkeiten und Unterschiede, auch vor dem Hintergrund vielleicht unterschiedlicher Geschichtsbedürfnisse? Ich fand jetzt auch diesen Begriff der Geschichtsversessenheit, aber auch Vergessenheit. Da gibt es ja auch vielleicht einen Zusammenhang. Und vor dem Hintergrund letztendlich, dass alle Geschichtsdarstellungen irgendwie natürlich auch Formen der Projektion von unseren heutigen Themen und Bedarfen sind. Genau, was sehen Sie da Ähnlichkeiten und Unterschiede in den neo-osmanischen Serien, in der Darstellung der 20er Jahre und der Themen, die da wiedergespiegelt sind? Ja, bitte. Ja, ich hätte eine Frage tatsächlich an den Hochmut. Das ist auch vom ARD mitproduzierte oder vom ARD hauptsächlich produzierte Sache, oder ist das, ja, okay. Und genau, öffentlich-rechtlicher Auftrag oder der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auf der einen Seite, auf der anderen Seite, haben Sie Informationen dazu, wie die Fernsehredaktionen da mit Tom Tikva und so weiter zusammengearbeitet haben oder wie weit da der Einfluss ist? Ich frage das deswegen, weil sich daraus ja eine Parallele ergeben würde, wenn diese Serien das Resultat auch von politischen oder Interessen von politischen Akteuren sind. Und das ist bei Abdullah Mutbayetacht oder Dedelis Ertuğrul maßgeblich der Fall. Also das, selbst wenn das Produktionen von professionellen Regisseurinnen sind und Drehbücher, die von professionellen Drehbuchautorinnen gesprochen sind, stehen diese Produktionen ja immer auch in einer bestimmten Bezüglichkeit oder in einem Verhältnis zu politischen Akteuren. Das ist sozusagen an meinem Beispiel sehr deutlich, weil es eine Serie ist, die einem politischen Regierungsauftrag oder einem Regierungsauftrag auch zuarbeitet, offensichtlich zuarbeitet. Und selbst wenn es sozusagen so ein ehrbares Moment gibt oder ein ja, politischer Hinsicht wünschenswertes Ergebnis dieser Serien ist von Babylon Berlin, stellt sich für mich immer die Frage, wie da die Verquickung oder die Verzahnung ist. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Ja, da kann ich auf jeden Fall was zu sagen und versuche dann auch gleichzeitig die Frage von Frau Jegane aufzugreifen. Also das ist ein ganz interessantes Produktionsformat, was es so in Deutschland noch nicht gegeben hat, weil es ist eine öffentlich-private Co-Produktion im ganz großen Stil. Also normalerweise, Sie haben vollkommen recht, geht hier was ja von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus und wird dann entsprechend dort ausgestrahlt. Oder es gibt rein privat finanzierte Produktionen in privaten Sendern. Hier ist es tatsächlich die Kooperation zwischen einem Pay-TV-Kanal, nämlich Sky, der ARD mit dem Programm Das Erste und auch dem Auslandsvertriebssystem der ARD, das ist die Degito. Und die haben zusammen diese 40 Millionen für die ersten beiden Staffeln aufgebracht und weitere Mittel natürlich für die späteren Staffeln. Was die politische Einflussnahme betrifft, wäre ich da immer vorsichtig. Ich weiß natürlich, dass bei vielen Produktionen die Redakteure der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten durchaus sehr stark mit reinreden, aber diese öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten sind ja keine direkte politische Einflussnahme. Also ich weise schon darauf hin, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, die prinzipielle Staatsferne des öffentlichen rechtlichen Rundfunks in Deutschland zu betonen. Natürlich, das wissen wir auch alle, sozusagen gibt es in den Aufsichtsgremien immer auch sozusagen nach Proporz, Vertreter von den Parteien, aber auch von den Kirchen und so weiter und so weiter. Aber
Alle Versuche zum Beispiel von Konrad Adenauer Anfang der 60er Jahre, ein ganz staatsnahes Fernsehen zu entwickeln, scheiterten. Und das deutsche System, das öffentlich-rechtliche System, ist ja sehr, sehr stark nach der britischen BBC organisiert. Und das heißt, so dass sozusagen eine Regierung unmittelbaren Einfluss nehmen kann auf die Produktion von solchen historischen Serien, ist darüber so gut wie ausgeschlossen. Natürlich bewegen sich solche Serien in einem gesamtgesellschaftlichen Diskurs, und dieser Diskurs wird auch von der Politik und von der politischen Bildungsarbeit und so weiter wird der geprägt. Aber was da eigentlich nicht ist, und ich glaube, das kann man für Babylon Berlin durchaus sagen, da gibt es keine glatte geschichtspolitische Botschaft, sondern da sind eine ganze Menge Brüche drin. Wenn ich eine Botschaft sehe, dann ist es vor allen Dingen die Demokratiebotschaft, also sozusagen die Geschichte zu erzählen von einer Demokratie, die wie in der Weimarer Zeit bedroht wurde. Aber das passiert nicht in Form einer direkten politischen Einflussnahme. Ah ja, und jetzt die Antwort natürlich vielleicht auch noch auf Frau Jeganes Frage. Wir müssen es ja so ein bisschen vergleichen. Ich fand jetzt, Herr Alkin, natürlich Ihre Präsentation sehr, sehr spannend, weil sie über einen Bereich ging, mit dem ich mich nicht beschäftigt habe oder kaum auskenne. Und ich würde schon sagen, sozusagen auf den ersten Blick fallen einem schon noch eine ganze Menge Unterschiede zwischen den Produktionen so auf. Vielleicht auch, was das Sujet betrifft, glaube ich, das erste, was Sie gezeigt haben, schien ja so ein bisschen so zur Zeit der Kreuzzüge oder so zu spielen. Das ist, glaube ich, auch nochmal was anderes, als ob es im 20. Jahrhundert spielt. Was bei Babylon Berlin auf jeden Fall auffällig ist, ist, weil das so groß und so episch angelegt ist, das sind ja, glaube ich, 16 Folgen gewesen, die ersten beiden Staffeln, entwickeln die, oder das ist auch deren Versuch, so ein ganzes Panorama der Gesellschaft, der Berliner Stadtgesellschaft, auch der deutschen Gesellschaft in den 20er Jahren, also sozusagen mit vielen verschiedenen Aspekten, sozialem Elend, Klassengegensätzen, der Bedrohung durch die Rechte, aber auch die Emanzipation der Frau. Und also da spielen sehr, sehr viele Themen mit rein, die, ich würde mal sagen, uns in vielerlei Hinsicht noch sehr stark betreffen und auch unser Bild von der Weimarer Republik auch sehr, sehr stark prägen. Das hat man jetzt zum Beispiel gesehen, also der 100. Jahrestag war so von der Novemberrevolution. Da war ja auch interessant, was wird eigentlich so hervorgehoben? Was ist da eigentlich wichtig und was ist auch so in den politischen Reden das, worauf hingewiesen wird? Und viel stärker, als es früher der Fall gewesen ist, hat man jetzt zum Beispiel auf das Wahlrecht der Frauen, was endlich durchgesetzt worden ist, verwiesen. Und diese Betonung, dass Weimar eben die Zeit der Frauenemanzipation ist, das ist jetzt in dieser Serie eben auch ganz stark. Und da sieht man eben auch doch sehr stark diese Korrelation zwischen unseren heutigen Diskursen oder unserer heutigen Schwerpunktsetzung und der künstlerischen Umsetzung in Form einer solchen Serie. Erstmal danke, Herr Hochmuth. Ich glaube, da kommen noch Fragen so in den Chat. Aber vielleicht reagiere ich ganz kurz darauf. Also, danke für die Klarstellung oder dieses Bild, dass jetzt der die einzelnen Einrichtungen oder Redaktionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt direkte Vertreterinnen politischer Akteure sind. Diesen Kursus wollte ich jetzt nicht ziehen. Aber sie spiegeln meines Erachtens bestimmte politische Entscheidungen wider. Und die betreffen sowohl die Besetzung, zum Beispiel des Rundfunkrats oder auch andere Gremien, die dazu führen, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Politik betreibt. Eine Serie wie Babylon Berlin funktioniert einfach vielleicht auch da auch nochmal die Unterschiede zu besprechen, ist ein anderes Genre. Hier beim türkischen Film, das ist ein Abenteuerfilm. Und da geht es natürlich um platte, schablonhafte Figuren, also die Figurenbeziehungen spielen da fast gar keine Rolle. Deswegen funktionieren diese Filme auch gut, weil sie eben mit einfachen Gut- und Böse-Schemata arbeiten. Man kann, das wurde gerade im Chat geschrieben, also wir haben das total als Fiktion genommen, ja, weil es einfach fast sozusagen eine Doppelung von anderen Serienformaten ist, wie wir sie aus Hollywood oder so kennen. Herkules oder weiß ich, irgendwelche Mythen wieder, Belebungen, die durch besonders viel Action irgendwie gekennzeichnet sind.
Und deswegen kann man auch andere populäre Produktionen sozusagen immer ideologiekritisch oder als eine Propaganda verstehen, und nicht vielleicht als Staatspropaganda, aber als eine mindestens Kriegspropaganda, die Gewalt verherrlicht. Was mich aber interessiert, ist natürlich, wie es dazu kommt, dass die teuerste Produktion und auch so eine große, aufwendige Produktion angesichts eben der Diversitätsfrage so erfolgreich wird. Also was für eine Form der Diversität? Ich kenne die Serie nicht. Vielleicht gibt es eine andere Form von kultureller oder sonstiger Diversität, die sich darin widerspiegelt. Aber wie spielt die da rein? Also ich spitze das mal zu. Ich bin jetzt ein böser Analyst dieser Serie. So wie die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten strukturiert, personell, kulturell strukturiert sind, kann sozusagen nur so eine Serie die eine der größten Produktionen sein. Sie ist sehr deutsch bezogen, deutsch-historisch bezogen, und ich spreche hier von einem Deutschsein, was vielleicht auch sehr, in Anführungsstrichen, bei aller Ambivalenz, die dieser Begriff hat, weißen deutschen Geschichte, also einer, deren Diversität sozusagen vor 1960 liegt, weil da sozusagen die große Migrationsfrage Deutschland überhaupt betrifft, obwohl Deutschland schon vor 1960 Migrationsland war mit den Displaced Persons und so weiter und so fort. Also was ich damit sagen möchte ist, für mich ist Babylon Berlin, ich kenne die Serie überhaupt nicht, aber so wie sie als Produktion entstanden ist oder entsteht und dasteht, ist sie eine große Selbstbefragung. Aber es ist eine Selbstbefragung, in der das große andere der deutschen Identität irgendwie ausgeschlossen dasteht. Und das ist eben, das sind nicht die Deutschen oder was weiß ich, wie man das nennen möchte. Das ist das, das so bei mir ankommt, als jemand, dessen Fühler bei Migrationsfragen und sonstigen Dingen sehr sensibel sind. Das ist, glaube ich, Herr Aykin, eine interessante Frage und interessante Beobachtung. Ja, und ich würde sagen, Sie haben teilweise recht und teilweise nicht. Also es ist sicher so, da haben Sie vollkommen recht, dass die Frage von Migration und Diversität nicht im Mittelpunkt von Babylon Berlin steht, aber es kommt durchaus drin vor. Die wichtigste Migration nach Berlin in den 20er Jahren war die russische Migration, und die spielt in der Serie eine ganz, ganz zentrale Rolle. Das habe ich jetzt nicht erzählt, ne? Aber sozusagen die Kriminalhandlung geht auch sehr, sehr stark um einen Zug voller Gold, der aus Russland rausgeschafft wird, aus der Sowjetunion, und dann gibt es da Intrigen und dann mordet Stalin und so weiter. Aber es gibt eben die Exil-Russen, die dort vor Stalin auf der Flucht sind und so. Das spielt also schon eine große Rolle in der Serie. Das ist natürlich auch eine Migrationsgeschichte, aber ich gebe zu, also das ist jetzt nicht wirklich im Zentrum, also nicht im Zentrum des Narrativs zumindest. Das kann man, glaube ich, nicht sagen. Es geht aber durchaus um Diversität. Diversität in anderer Hinsicht, ne? Das, glaube ich, ist auch wichtig zu betrachten. Es geht zum Beispiel um Diversität von Klassengegensätzen. Ne? Das klingt jetzt sehr altmodisch, aber es spielt auch eine Rolle. Und die Weimarer Republik ist noch eine Klassengesellschaft. Und es wird sehr stark inszeniert, wie sozusagen die Superreichen dort leben. Das ist so diese Familie Nüssen, die aber für die Thyssens stehen, witzigerweise gedreht hier in der Nähe von Köln, in der Drachenburg bei Bonn und so. Und deren Leben wird gezeigt. Und das wird aber kontrastiert mit dem ganz einfachen Arbeiterleben, wo diese junge Hauptheldin Charlotte Ritter herkommt, die sich sogar prostituieren muss, um ihre Familie irgendwie durchzubringen. Auch das ist Diversität, ne? Und das wird sehr, sehr stark thematisiert, finde ich eigentlich auch ganz gut, sozusagen, dass solche sozialen Ungleichheiten da eine Rolle spielen. Ich würde gerne noch auf die andere Serie kurz eingehen. Auch da geht es ganz fundamental um Diversität, aber nicht Diversität im migrantischen Sinne, sondern um sexuelle Diversität. Das ist halt sozusagen da das Megathema. Das ist schon auch bemerkenswert. Also das heißt, dass es das sozusagen in der Primetime im deutschen Fernsehen gibt. Witzigerweise ist übrigens Eldorado KDB, sind alle 6 Folgen direkt hintereinander
ausgestrahlt worden. Ne? Die Sendung hier heute heißt ja Binge Watching History. Und da führte sozusagen der heutige Konsum, wie das im Internet on Demand stattfindet, also wo man wirklich alle 6 Folgen hintereinander gucken kann. Das wurde jetzt sozusagen ins öffentlich-rechtliche Fernsehen getragen und alle Folgen wurden hintereinander ausgestrahlt, was schon eher ungewöhnlich ist. Ne? Was aber eben auch ungewöhnlich gewesen ist, ist dieser ganz klare Fokus auf queere Themen dort in dieser Serie. Und das ist natürlich genauso Diversität. Ne? Also insofern passiert da, glaube ich, schon eine ganze Menge. Und trotzdem, Herr Alkin, haben Sie recht, ist, glaube ich, auch weiterhin eine richtige Zustandsbeschreibung für die deutsche Gesellschaft, dass vielleicht gerade, weil wir uns so wahnsinnig um diese deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert mit ihren Brüchen und Herausforderungen der Demokratie so drehen, also vor allen Dingen um den Nationalsozialismus, aber auch um das geteilte Deutschland, fällt bis heute die Geschichte, die Sie gerade angedeutet haben, seit 1960, aber auch vorher, ne, es gab ja vor der türkischen Migration natürlich die russische, die polnische und so weiter, das fällt oft einfach erzählerisch hinten runter. Das wird eigentlich nicht in den Mittelpunkt gestellt. Ich glaube aber, das kommt. Das kommt ganz stark, einfach auch im Zuge der postkolonialen Debatte, die ja in Deutschland auch anders gelagert ist und sich jetzt auch nicht nur auf die eigentlichen Kolonien bis 1914, 18 bezieht. Also meine Prognose wäre, so wie wir jetzt eine Serie mit Eldorado KDB hatten, die ganz bewusst queere Diversität thematisiert hat, werden wir in den nächsten Jahren auch Serien haben, die ganz bewusst migrantische Diversitäten thematisieren werden. Da bin ich ziemlich sicher. Das schließt sich ja sehr schön an zu einer Frage aus dem Publikum, wo es auch um eine Frage zur Diversität geht. Die würde ich gerne, die stellt sich an Herrn Alkin. Da geht die Frage geht, wie werden bei den neo-osmanischen Serien Nicht-Muslime dargestellt? Kann man von einer charakteristischen Darstellung sprechen? Und ich würde die Frage jetzt vor dem Hintergrund der letzten Sachen, die Sie erzählt haben, Herr Hochmuth, auch noch ein bisschen erweitern mit sozusagen Perspektive. Gibt es auch eine Veränderung in der Thematisierung von Diversität, auch vielleicht bei, ich erweitere jetzt mal, historischen Serien, vielleicht nicht nur diese klassischen neo-osmanischen Serien, da ja vor kurzem eine Serie produziert wurde, Club, die nochmal ganz anders das Minderheitenthema in der Türkei aufgreift und so wie ich, sage ich mal, vermittelt weiß, auch zu ganz regen Diskussionen geführt hat und führt eine türkische Serienproduktion und ob da sich vielleicht auch Entwicklungen eventuell andeuten können, die auch nochmal dieses Genre vielleicht öffnen und auch in eine andere Richtung weisen in der Verarbeitung von Geschichte als die Helden, die osmanischen Heldenmythen als Abenteuerfilme darzustellen? Ja, also ich hatte ja schon von einer rassistischen Darstellung von Jüdinnen in Abdülhamit Payitaht gesprochen. Es ist ein schablonenhaft, in den Kriegsszenen werden die Christen, sind am Kruzifix zu erkennen, sozusagen an der Rüstung, an denen das so als Emblem vorhanden ist. Also es wird da mit Schemata gearbeitet und Stereotypisierung. Das kann man schon nur sagen. Was Glück betrifft, ist auch da wieder das Produktionsumfeld interessant. Herr Hochmuth hat ja auch gesagt, dass es bei der AD-Produktion eben um eine Zusammenarbeit mit einem privaten Sender entstanden ist. Und das sind, glaube ich, eben Produktionsumstände, die eine Offenheit auch in der Verhandlungsweise und auch bei den Themenstellungen ermöglichen. Kulüb ist ja etwas, was vom Sender Netflix produziert wurde. Und da gibt es nochmal ganz andere Umgangsweisen. Bei den beiden Produktionen, die ich heute vorgestellt habe, das waren Produktionen von TRT, also dem türkischen Staatsfernsehen. Und das hat eine relativ gefährliche Verquickung als Hintergrund, die sehr unmittelbar funktioniert. Aber ich habe da ja auch noch mal in der Frage an Herrn Hochmuth gesagt, dass ich, selbst wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk sozusagen und Politikakteure trennen, ich kann da einfach nur ein Gegenbeispiel nennen. Nationaler Integrationsplan unter der Regierung von Angela Merkel, da hat die Regierung sehr dezidiert und sehr direkt sozusagen auf die einzelnen oder auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
Auftrag eingewirkt, in dem da gemeinsam zusammen, unter Zusammenarbeit bestimmte Produktionen entstanden sind, die auch ein migrantisches Publikum adressieren sollten oder zumindest die Vorstellungswelt um die Migranten adressieren sollten. Also das funktioniert schon sehr ähnlich, finde ich. Nicht vergleichsweise mit der Türkei, würde ich sagen. Das hat nochmal ganz andere Dimensionen. Aber auch da müssen wir, glaube ich, eine Form der Selbstkritik wahren, wie diese Produktionsumstände funktionieren, wie die Kultur der Filmproduktion innerhalb dieser einzelnen Institutionen funktioniert, um da die Repräsentationswelten, Filmwelten angemessen verstehen zu können. Genau, also ja, schablonhafte Darstellung, da kommt man nicht weg. Und Kulüp entsteht zumindest für den türkischen Kontext deswegen, weil es ein privater Sender ist, der unabhängig von, vom türkischen Staatsfernsehen agieren kann und da genau vorgeht. Ich würde gerne noch was ergänzen, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist oder auch mit einer Frage verknüpfen, Herr Alkin, dann, inwieweit die jüngeren Produktionen, auf die Sie hingewiesen haben, inwieweit die eigentlich auch für einen ausländischen Markt und für den weltweiten Vertrieb produziert worden sind. Denn das ist schon etwas, glaube ich, was wir sehr stark auch bei Babylon Berlin in Rechnung stellen müssen. Sowas wie so eine Serie, also auch mit diesem Umfang, mit diesem Geld, das wird ja nicht für den deutschen Markt allein gemacht. Das würde man nie finanzieren können, wenn nicht die Vermarktung, was hatte ich vorhin gesagt, glaube ich, in über 90 Länder, und das ist, glaube ich, eine alte Zahl, das ist mit Sicherheit mehr mittlerweile, wenn das nicht klappen würde. Und das hat natürlich, das hat auch Konsequenzen für die Dramaturgie und für die Darstellung. Man kann eine Serie, die für 90 Länder produziert wird, kann man nicht so produzieren wie eine, die nur in dem einen Land funktionieren soll. Das hat sich extrem verändert. Und da haben auch diese globalen Streaming-Dienste, Sie haben gerade Netflix erwähnt, die haben da einen riesen Einfluss drauf. Nun ist das hier nicht von Netflix produziert worden, aber es ist schon interessant zu gucken, wie diese Netflix-Serien funktionieren. Und Babylon Berlin orientiert sich ja ganz stark an erfolgreichen Netflix-Serien, die auch so historische Serien sind. Also auch in der epischen Erzählweise, in der hochwertigen Produktion, in den Distributionsformen und so weiter. Das ist davon extrem geprägt, und das muss auch bestimmte Konzessionen so an den weltweiten Publikumsgeschmack machen. Damit meine ich aber nicht, dass das total stromlinienförmig wird. Das ist damit nicht zwingend gemeint. Es muss eher Anknüpfungspunkte geben, die auch global funktionieren. Und das können Thematiken sein, wie zum Beispiel Partyleben, ne? Berlin. Also die ganze Welt kennt Berlin, und zwar als Partystadt. Deswegen ist das auch ganz wichtig, dass das da entsprechend inszeniert wird. Und natürlich Nationalsozialismus, ne? Die Serie ist eigentlich eine Serie über die Weimarer Republik, aber sie spielt in der Endphase der Weimarer Republik, und deswegen tauchen immer mehr Nazis auf, ne? In den ersten zwei Staffeln hatte ich gesagt, noch nicht so viele, in der dritten schon viel mehr und jetzt in der vierten viel, viel stärker, obwohl es in der Weimarer Republik steht. Aber sozusagen dieses Dräuen der deutschen Geschichte, die ganze Welt eben kennt, und auch das Zeigen von Symbolen, also von Leuten auch mit Hakenkreuzbinden und so weiter, das spielt schon eine Rolle, weil das auch Erwartungshaltungen im Ausland bedient, die die deutsche Geschichte betreffen. Also das ganze Spiel ist wesentlich komplexer mittlerweile geworden, weil es nicht nur darum geht, deutsche Geschichte für eine deutsche Gesellschaft, die, das sagen Sie ja zu Recht, sozusagen ganz anderes als früher, sozusagen sehr migrantisch geprägt zu erzählen, sondern eigentlich ist es noch viel komplexer. Es geht darum, auch eine deutsche Geschichte schon mit migrantischen Bezügen in der Vergangenheit zu erzählen für eine total globale Fernsehwelt oder Streamingwelt, die ja gar nicht mehr linear guckt, sondern vor allen Dingen streamt, und zwar von den USA bis nach Australien. Also das ist eine Riesenherausforderung, und so glaube ich zum Beispiel, da stecke ich nicht drin, wie diese Gespräche mit den Produzenten und mit den Redakteuren vor allen Dingen, die Gespräche zwischen den Produzenten und den Redakteuren gewesen sein. Aber meine Vermutung, Herr Alkin, wäre, bei diesen Gesprächen ging es nicht so sehr um politische Botschaften und so weiter, sondern da werden die verantwortlichen Redakteure eher darauf geachtet haben, funktioniert diese Serie, die wir jetzt so aufwendig vorproduzieren, funktioniert die auch dort und dort und dort und dort?
Das ist das maßgebliche Kriterium. Also es geht eigentlich eher um, wenn man es jetzt so altmodisch funktionieren sagen möchte, um kapitalistische Verwertungsinteressen. Die spielen eine große Rolle. Und die kann man immer sehr politisch sehen. Die können aber auch Freiheit von politischen Zumutungen bedeuten. Das ist ja immer ein ganz ambivalentes Spiel. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass es da eigentlich eine spannende Ähnlichkeit auch gibt, weil die türkischen Serien, das wäre jetzt die Frage auch an Sie, Herr Alken, die erreichen ja auch einen großen Markt weit über die Türkei hinaus und auch nicht nur die Diaspora, die türkische, sondern auch andere Zielgruppen. Wie weit ist es schon, sage ich mal, dieser Export der türkischen Serien schon in der Produktion mit berücksichtigt? Und mir hat sich auch nochmal die Frage gestellt, diese, wenn sich hier so, sage ich mal, globalere mediale Räume öffnen, in denen Geschichte, sage ich mal, auch verhandelt wird, Geschichtsbilder kreiert werden von der deutschen Geschichte, von der türkischen, osmanischen Geschichte, wie weit spalten sich da aber auch wieder Räume der Identitäten einer westlichen Welt, die Anteil hat an dem deutschen historischen Narrativ, einer, sag ich mal, östlich-muslimischen Welt, geprägten Welt, die ja, dieses, für die diese osmanische Narrativ ja auch für mehr steht als nur die Geschichte der Türkei. Ja, also ich bin sie das, habe ich, glaube ich, so eine Holzhammer-Analyse. Und diese Holzhammer-Analyse ist, dass diese Filme einfach als Filme funktionieren, nämlich über Geschichten. Ich habe ja gesagt, als ich die erste Folge von Dilek Ertuğrul gesehen habe, ich war überfordert mit den historischen Referenzen und den Figuren, habe das alles ausgeblendet, weil man wird quasi in diesem Tempo, mit dem die Serie einen da mit den Ereignissen konfrontiert, bleibt man eigentlich nur zurück und sieht diese pathetischen Kriegsszenerien und wirklich diese Kämpfe und diesen starken, heroischen Mann und das Aufleben von Werten. Das ist ein bisschen so wie in der Kindheit irgendwie Louis de Funès oder Bud Spencer und Terence Hill zu gucken. Das schimmert so durch, ja, diese politische Kultur oder diese Matrix. Aber was letztendlich ankommt, ist der Unterhaltungswert. Und darauf sind die bedacht. Dafür gibt es Formeln. Das aristotelische Erzählprinzip ist uralt. Es heißt aristotelisches Erzählprinzip und wird immer noch fortgeführt. Und die Produktionen kennen das. Seit der Digitalisierung kennen sie sozusagen auch die Publikumsgeschmäcker viel besser. Und es gibt ganze Riegen an Marketingleuten, die da an diesen Produktionsprozessen selbstverständlich beteiligt sind und genau das im Blick haben, was auch Herr Hochmuth so beschrieben hat. Also wir reden hier von Marketingleuten. Und selbst Storytelling, also der Umgang mit universellen menschlichen Werten, ist in die Betriebswirtschaft reingegangen. Also man hat gesehen, dass sozusagen so ein Grundprinzip, erzählerisches Grundprinzip, quasi sich kulturübergreifend irgendwie so durchhalten lässt. Wenn Joseph Campbell von Heros der 1000 Gestalten spricht und das eine ethnologische Analyse eben von Erzählungen in unterschiedlichen kulturellen oder ethnologischen Zusammenhängen ist, dann sieht man, dass diese Strukturen eben auch distribuierbar sind über unterschiedliche Teile der Welt. Das heißt, ich bin skeptisch darüber, wie viel wirklich Historisches über diese neo-osmanischen Geschichten an Geschichte der Türkei in andere Länder mitverkauft wird, wenn sie verkauft wird. Da bin ich wirklich skeptisch und sage nochmal, dass ich bin der Holzhammer-Analyse, dass sie funktionieren als Filme und sozusagen vielleicht über die Bespielung von nationalen Werten, die dann sozusagen parallel gekoppelt werden, wie zum Beispiel in der südafrikanischen Identität, wo die Serie auch in verkauft wurde, die sehr erfolgreich auch war. Bei Abdülhamit Baytar muss man sagen, die war kaum erfolgreich in der Türkei. Und über die Verkaufswerte von Abdülhamit Baytar ins Ausland weiß ich jetzt nicht so viel. Anderes Beispiel, brasilianische Seifenopern waren in der Türkei in den 90er Jahren ultra beliebt. Nicht, weil die viel von der brasilianischen Kultur oder sonst was, sondern weil es da Intrigen gab. Und diese Intrigen haben auf Sexualität angespielt und das hat wieder kulturelle
kulturelle Sensibilitäten und Notwendigkeiten und Begehren adressiert, die darüber verhandelt werden konnten. Also ich glaube, es gibt immer dieses Zusammenspiel von Kultur, Erzählung und eben, wie gesagt, diese der Gültigkeit von Mythen über die Kulturen hinweg. Hier gibt es auch einen Beitrag noch aus dem Chat, dass Dirdelich auch auf Netflix im englischen Sprachraum zugänglich ist. Das würde das sozusagen auch noch ein bisschen brechen, dass es diese Blöcke gibt und dass, sage ich mal, die kapitalistische Medienwelt einfach, aber das hatten Sie ja auch beschrieben, jetzt für brasilianische Serien, ich denke nur an Bollywood, dass die gar nicht mehr so stark, sage ich mal, nationale Geschichten erzählt, sondern die Anknüpfungspunkte eigentlich der Unterhaltungswert, also wirklich andere Effekte sind. Genau, es stellt sich natürlich dann die Frage, es ist ja dann doch kein Zufall, warum bestimmte Geschichtsteile so populär sind, wo auch immer, sage ich mal. Was sind Ihre Vermutungen? Genau, jetzt im Hinblick auf das Publikum, was einerseits unterhalten werden will, aber scheinbar aktuell an bestimmten Teilen ihrer Geschichte ein größeres Interesse hat als an anderen Teilen der Geschichte, die ja eigentlich einen großen Fundus bietet. Frau Jagan, ich glaube, das hat sehr viel mit der Erinnerungskultur zu tun, wie die so tickt. Und da sehe ich schon Unterschiede auch so. Ne? Also die deutsche Erinnerungskultur der letzten 30, 40 Jahre ist ja sehr, sehr postheroisch, also eigentlich fern von klassischen Heldennarrativen, sondern sehr opferzentriert auf Aufarbeitung und Erinnerung aus und hat dann auch in Produktionen ihren großen Wert auf kritische Auseinandersetzung, vor allem mit dem Nationalsozialismus, gelegt. Und sogar umgekehrt ist es so, dass eine Produktion wie die amerikanische Produktion Holocaust von 1978, 1979 in der Bundesrepublik lief, dass die einen unglaublichen Einfluss hatte, sozusagen überhaupt erst auf die Holocaust-Thematisierung, im Prinzip auch auf die Prägung des Begriffs in der Bundesrepublik. Das ist ganz, ganz stark gewesen. Dazu kam dann auch noch die Darstellung der DDR. Und warum jetzt Weimar so in den Mittelpunkt rückt mit Babylon Berlin und auch mit Eldorado KDW oder auch ein großer Spielfilm letztes Jahr von Dominik Graf Fabian, der sehr erfolgreich gewesen ist und von der Kritik hochgelobt wurde. Dafür würde ich drei Gründe sehen. Erstens erzählt der Babylon Berlin und diese anderen Serien, die erzählen eine Geschichte, die relativ lange nicht erzählt worden ist. Also klar, man kennt so diese berühmten Verfilmungen von Berlin-Alexanderplatz, vor allem von Rainer Werner Fassbinder 1979-80 und so, aber danach hat es lange keinen Weimar gegeben im Fernsehen und in Serien. Das war irgendwie out, war auch überlagert aus gutem Grund von Darstellungen des Nationalsozialismus und des Kalten Krieges. Erste These. Zweite These ist, unsere Erinnerungskultur funktioniert wie ein Uhrwerk ein bisschen. Sie ist nämlich an Jahrestagen orientiert und die Jahrestage geben den Takt der Erinnerung vor. Und die Weimarer Republik ist genau 100 Jahre her. 2018 ging es los mit der Serie. Dieses Jahr haben wir ganz groß den Rathenau-Mord 1922, jetzt 2022. Und das wird, das kann man ganz einfach voraussehen, das wird jetzt die nächsten Jahre auch begleiten. Ne? Also im Jahre 2029 wird es auch nochmal einen starken Fokus auf die Weltwirtschaftskrise und so weiter geben. Nächstes Jahr werden wir 100 Jahre Inflation haben. Also so funktioniert unsere Erinnerungskultur. Und das Dritte, und ich glaube, das ist das Unerwartete an der ganzen Sache, ist das Erstarken der politischen Rechten und der Rechtspopulismus, der sozusagen Grundwerte der Demokratie hinterfragt. Und ich glaube, Herr Alkin, auch nochmal auf Ihre Bemerkung hin, ich glaube, Sie haben vollkommen recht, im Ausland funktionieren solche Serien zum Teil ganz anders, weil ein ausländisches Publikum in anderen Ländern sich andere Elemente rauspickt, sozusagen aus der Serie. So, also Sie haben auch vollkommen recht, sowas wie die Krimi-Handlung oder die Abenteuerhandlung in dem, was Sie beschrieben haben, das muss erstmal irgendwie funktionieren
Und diese anderen Sachen sind so ein bisschen Beiwerk vielleicht, aber auch nicht nur. Und ich könnte mir vorstellen, der Erfolg von Babylon Berlin im Ausland hat vielleicht auch was damit zu tun, dass, mein Gott, diese Herausforderung von Demokratien durch Rechtspopulismus ist ja, weiß Gott, kein deutsches Phänomen alleine, sondern wir haben es überall auf der Welt. Und ich glaube, dass das so auch gelesen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch zu dem Erfolg der Serie und zur Relevanz auch der Serie in vielen anderen Ländern beiträgt. Obwohl eine deutsche Geschichte erzählt wird, aber im Prinzip, was das Demokratiefeindliche betrifft, in einem übertragenen Sinne. Bei Babylon Berlin hätte ich Interesse, gerne noch zwei, drei Lesarten mal zu über oder Herrn Hochmuth zu fragen. Aber wir haben Fragen aus dem Publikum. Sollen wir erst darauf? Oder ist so nicht? Genau, es gibt noch eine Frage. Einmal, gibt es auch nichtstaatliche neo-osmanische Serien, die kritisch auf die Geschichte blicken? Entzieht sich in meiner Kenntnis. Ich weiß, dass es The Impostor bei Netflix gab. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die kritisch ist oder sonst. Es gibt auf jeden Fall Produktionen, die versuchen, sich da zu entziehen, aus so einer sehr nationale Identitätsperspektive, stabilisierenden Perspektive zu entziehen. The Impostor bei Netflix ist ein Beispiel, ich habe den leider noch nicht gesehen. Sonst fällt mir jetzt kein Beispiel tatsächlich an. Ich glaube, die sind alle durchweg pro-heroisch, pro-heroisch oder pro-patriarchalisch, kann man auch sagen, glaube ich. Genau. Wir rücken jetzt so langsam dem Ende nahe und ich hätte jetzt noch so für eine Abschlussrunde eine Frage sozusagen jeweils an Sie. Vielleicht um auch so ein bisschen nochmal so, ja, Zusammenfassung wäre jetzt, das war ein sehr dichtes Gespräch, da waren ganz viele Dinge, das wäre jetzt überzogen, aber vielleicht nochmal ein paar Sachen ein bisschen auf den Punkt zu bringen, die für uns auch interessant sind. Das eine ist die Frage, wo sehen Sie die Chancen, wo sehen Sie die Risiken? Vielleicht das nochmal zusammenzufassen, vor allen Dingen im Binge-Watching von solchen Historienserien. Und das zweite ist Perspektive, hybride Entwicklung hybrider Identitäten, auch ethnisch, kulturell, mit verschiedenen historischen Bezügen. Und ich meine jetzt nicht nur die Türkei-Stämmigen, auch die Deutsch-Deutsch-Stämmigen sind inzwischen mobiler und interkulturelle Ehen etc. Also es gibt eine allgemeine Entwicklung auch zu einer Hybridisierung. Sehen Sie da eine Perspektive? Herr Hochmuth hat ein bisschen schon was angesprochen, aber mit was können wir vielleicht in Zukunft rechnen, gerade mit Geschichtsnarrativen, die erstmal noch gar nicht so zusammenkommen auf der Ebene? Ja, vielleicht kann ich Hochmuth fragen, das knüpft eigentlich direkt da an. Das wäre jetzt wirklich nur eine Frage. Ich kenne die Serie nicht gut, alles, was ich kenne, sind nur Poster oder die Bilder, die man dann so sieht oder die Ausschnitte, die einem als Werbeeinspieler eingeblendet werden. Für mich wäre einer der Gründe, Babylon Berlin zu gucken, ich habe es noch nicht gemacht, weil es so eine tolle Ästhetik hat, sowohl was sozusagen die Inhaltsebene betrifft, das haben wir auch, glaube ich, in dem Vortrag gesagt, aber auch, also was die Oberflächendimension betrifft. Es ist eben eine Zeit, in der viel Spaß auch war, glaube ich, und die sich sozusagen koppelt mit einer edlen Kleidungskultur, mit einer edlen Konsumptionskultur, die sich auch da vernehmen lässt, rein aus dem, wie gesagt, Eindruck über die Poster und so weiter und so fort. Also wie weit spielt dieser Schauwert vielleicht eine Rolle für den Erfolg von Babylon Berlin? Und die zweite Frage wäre tatsächlich eben das Spielerische. Das würde anknüpfen an auch das, wie die neo-osmanischen Serien funktionieren. Also welches Spiel, historisches Spiel, kann über Babylon Berlin gespielt werden? Für mich ist es nicht nur das Spiel, dass wir uns da auf eben einen Moment besinnen, in dem die rechte Gefahr bedroht, sondern auch in einem Moment, wo diese rechte Gefahr erst einmal nicht da ist. Das haben Sie ja auch gesagt, in den ersten beiden Staffeln gibt es keine Nazis oder sowas. Und ob diese Serie vielleicht auch so ein deswegen in den 1920er Jahren spielt, weil da das Spiel noch vollkommen offen ist.
wie sozusagen das Ganze mit Deutschland oder in welche Richtung das geht. Und das ist für mich schon Hybridität, also die Offenheit, die Ambiguität deutscher Identität, da einen Handlungsraum zu geben, in dem andere Dinge erst einmal eine Rolle spielen. Da würde mich Ihre Meinung interessieren. Das sind so zwei Beobachtungen, wo mich Ihre Meinung interessieren würde. Ja, sehr gute Fragen. Ich glaube, wir müssen doch noch ein bisschen länger diskutieren. Vielleicht erstmal zu den Fragen von Frau Egane. Ehrlich gesagt bin ich da sehr optimistisch. Ich sehe vor allen Dingen Chancen und wenig Risiken, also zumindest jetzt, was ich beschrieben habe, für Babylon Berlin oder Eldorado KDW. Die Chancen sehe ich vor allen Dingen tatsächlich daran, dass diese Geschichtsversessenheit, ist ja vielleicht ein bisschen polemischer Begriff, aber dass die ein gutes Mittel ist gegen Geschichtsvergessenheit. Also dieses Thematisieren von der Geschichte, von den vielen Brüchen und Herausforderungen in der deutschen Geschichte, das ist erstmal prinzipiell, glaube ich, total gut und sehr hilfreich. Und ich habe auch mit Kolleginnen zusammengearbeitet, die das auch schon im Unterricht eingesetzt haben und wo Schüler auch, finde ich, sehr, sehr gut, Schülerinnen und Schüler auch sowas wie Multiperspektivität an der Serie entwickeln können und sehen können. Insofern sehe ich da tatsächlich vor allen Dingen die Chancen. Was die hybriden Identitäten betrifft, das ist echt eine sehr, sehr spannende Frage. Und ich muss an eine andere Serie denken, die ich gerade geguckt habe, die gar nicht in der Weimarer Republik spielt, sondern die spielt in den frühen 90er Jahren. Die heißt ZERF und ist im ZDF, glaube ich, oder auch ARD. Auch ARD, glaube ich. Also jedenfalls in einem der beiden großen deutschen Sender ist sie gerade gelaufen. Und die spielte in der Vereinigungsgesellschaft, wo westliche Ermittler und ehemalige DDR-Ermittler Vereinigungskriminalität untersuchen. Total irre, total gut gemacht. Und diese Serie, die spielte sozusagen die ganze Zeit mit diesen Ost-West-Klischees, die damals ausgetauscht worden sind. Und die thematisierte wie bisher kaum eine andere Serie dieses Zusammenwachsen, dieses deutsch-deutsche Zusammenwachsen, auch eine Form von Hybridität, was vielleicht hier in Köln nicht so eine große Rolle spielt, aber in Berlin eine wahnsinnige Rolle natürlich weiterhin noch spielt. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut und sehr spannend zu dem, was Herr Aykin noch fragte. Ja, ich finde das mit den Schauwerten, das ist natürlich tatsächlich einfach interessant und spannend, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, der Erfolg der Serie hat sehr, sehr viel mit diesen Schauwerten zu tun. Man sieht auch einfach das Geld, aber man sieht auch die Liebe. Das Ganze ist ja auch ein künstlerisches Projekt. Ich würde sagen, das muss man immer noch mal betonen. Also wenn wir als Wissenschaftler auf solche Serien gucken, hat man ja manchmal so einen Tunnelblick und sieht das alles sozusagen aus so einer geschichtspolitischen oder migrationstheoretischen Blickwinkel und so. Das ist auch richtig und gut, das so zu analysieren. Aber eigentlich sind es auch immer nur auch Kunstwerke. Ne? Kunstwerke, die sich manchmal sozusagen auch einer sagen, solchen Interpretationen so ein bisschen entziehen oder die auch ihren Eigenwert haben. Und ich finde, das wirft uns doch mal zurück auch auf unsere eigene Rolle, wenn wir uns mit sowas beschäftigen. Herr Aykin hat es auch schön vorhin zum Ausdruck gebracht, dass er diese Serie manchmal auch erstmal nur als Zuschauer so geguckt hat und gar nicht als Wissenschaftler. Und das da irgendwie als Abenteuer so irgendwie funktionierte. Und so geht es mir ja auch manchmal. Also man muss manchmal auch, ist auch was von Hybridität. Also einmal, wir selber haben auch hybride Identitäten, ob es die Rolle ist als Wissenschaftler, der so eine Serie guckt und analysiert, oder ich sag mal als Fernsehzuschauer, der sich einfach nur gut unterhalten fühlen möchte. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, diese Rollen zu trennen, aber für die wissenschaftliche Redlichkeit muss man das schon manchmal auch machen. Ja, deswegen komme ich direkt im Anschluss an Herrn Hochmuth an eine sehr provokative und mich Kopf und Kragen riskierenden Vorschlag. Man kann diese neo-osmanischen Serien durchaus als Analysemittel auch in schulischen Kontexten benutzen. Also erst an der Beschäftigung damit wird überhaupt offensichtlich, was diese Dinge sind. Und selbst bei aller Eindeutigkeit, politischen Eindeutigkeit, bei erzählerischen Eindeutigkeit von Gut und Böse Schemata, gibt es auch Momente, die Widersinn haben, Ambiguitäten, Offenheiten haben und wo sozusagen dann auch die Jugendlichen und Kinder
aktiv werden können und ihre Wahrnehmung dieser Sachen auch in dieser Offenheit und so weiter stark machen können. Insofern würde ich nicht auf diese Serien als verzichten oder als Umgangsmedium verzichten, weil sie reine Propaganda sind. Diese Ebene muss thematisiert werden. Aber gleichzeitig bergen sie das Potenzial, überhaupt eine Auseinandersetzung in Gang zu bringen, in denen auch nicht nur die Lehrkräfte selbst sozusagen die Macht über die Deutungshoheit haben, sondern wo die Aushandlung dieser einzelnen Serien auch als offenes Spiel gespielt werden kann. Das vielleicht so zu den Chancen und Risiken. Und ja, es sind einfach auch gute Abenteuerfilme. Das muss man jetzt auch mal einfach anerkennen. Die machen Spaß und sind jetzt nicht so viel groß anderes als irgendwelche anderen amerikanischen Hollywood-Abenteuerfilm oder sowas, wo es ja immer die bösen gibt. Herr der Ringe, wenn man die Orks übersetzt als sozusagen alles andere, was nicht weiß ist, dann hat man da eine wundervolle Metapher dafür, wie sozusagen westliche Stabilisierung von westlicher Selbst oder selbst westlicher Identität funktioniert. Die Orks sind ersetzbar durch die in Anführungsstrichen Afrikanerinnen, Inderinnen, also alle anderen, die das, die Bedrohung des Westens erzeugen. Was ich damit sagen möchte, zum Film gehört die Unterhaltung und damit auch die Stereotypisierung, die Andersmachung immer dazu. Diese gefährlichen Momente haben wir immer, die können wir da nicht entziehen. Und trotzdem müssen wir damit umgehen. Das stimmt. Ja, das ist also auch eine wichtige Perspektive. Keine Angst haben, sozusagen wirklich, die auch gerade auch für junge Menschen sind natürlich Abenteuer- und Heldengeschichten und Actionfilme. Und es wurde ja auch hier deutlich, die durchaus auch in der Lage sind, Fiktion zu trennen, aber wir brauchen dann auch den Verhandlungsraum darüber und die Räume auch zu schaffen in Bezug auf deutsche Geschichte, das zu eröffnen für breite Schichten und auch das reinzuholen sozusagen, die osmanische Geschichte auch durchaus hier in unsere Klassenräume und dadurch durch diese Diskurse dann auch zugänglich zu machen in größeren Netzwerken von Jugendlichen und durchaus auch vergleichbar zu machen. Also das, was wir hier vielleicht mal einfach mal so gewagt haben, könnte ja durchaus auch eine Perspektive sein für den Unterricht zu sagen, weil für die jungen Menschen läuft das sowieso alles parallel irgendwie ab in der Medienwelt und sie haben die Auswahl und wieso haben wir die nicht auch in der Bildungslandschaft. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich fand es eine sehr, sehr spannende Diskussion mit ganz vielen Impulsen. Ich nehme an, jetzt ist ganz viel Neugier geweckt worden und die Serie noch nicht geguckt haben, die wissen jetzt, was sie die nächsten Nächte vielleicht machen. Ich bin mir aber ganz sicher, das gilt auch für mich, das, was ich noch nicht gesehen habe, werde ich jetzt auch nochmal mit einem anderen Blick schauen und mich natürlich auch ästhetisch unterhalten lassen, aber auch nochmal andere Elemente bewusster wahrnehmen. Ganz, ganz herzlichen Dank an das Publikum auch. Ich wünsche allen einen schönen Abend und bis zur nächsten Folge unserer Veranstaltungsreihe. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, Dankeschön, schönen Abend, danke.